Bei der Bundestagswahl hat sich schon abgezeichnet, dass der Linkspartei ausschließlich darum ging, Regierungsfähigkeit zu beweisen. Es ging nicht darum, irgendwie einen sozialistischen Kampf zu führen oder irgendwie was in der Richtung. Um darüber zu debattieren, wie wir wirklich angesichts der imperialistischen Aufrüstungspolitik, angesichts der Inflationsfrage der Ampelregierung eine klassenkämpferische, sozialistische, revolutionäre Alternative im Bruch mit dem Reformismus entgegensetzen können. Die Frage ist ja tatsächlich, was braucht es, um den Streik zu gewinnen? Da gehe ich jetzt mal erstmal von unserer Situation aus. Wir führen den Krieg gegen die Gewerkschaftsbürokratie. Dann heiße ich euch jetzt offiziell alle hier herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion mit dem Namen der Klassenkampf und die Krise der Linken. Genau, wir sitzen hier mit ArbeiterInnen aus dem Hamburger Hafen und Gästen von anderen Organisationen, konkret der Gruppe ArbeiterInnenmacht, der revolutionären sozialistischen Organisation Sol und Solid. Und ich würde eine ganz kurze Einführung geben, worüber wir hier heute reden, weil diese Veranstaltung der Höhepunkt unseres Sommercamps mit diesem Jahr, in diesem Jahr über 100 TeilnehmerInnen und Gästen aus mehreren verschiedenen Ländern ist. Genau an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken, dass ihr alle die Einladung angenommen habt, wir euch versendet haben, aus verschiedenen Städten hierher gekommen seid. Bin insbesondere sehr stolz darauf, dass Jana und Dennis, ArbeiterInnen aus dem Hamburger Hafen, die einen historischen Streik mit organisiert haben und mit organisieren, mit anführen und da gerade tief drinstecken, heute hier bei unserem Camp mit dabei sind. Das passiert ja alles in einer sehr ungewöhnlichen Situation. Die nationale Situation in Deutschland, könnte man sagen, dass sie eigentlich gerade sehr stark von der internationalen Situation bestimmt ist, vom Ukraine-Krieg, von geopolitischen Spannungen, von Lieferengpässen, die sich auch immer weiter verschärfen und natürlich von der Inflation, das ist die höchste Inflation, die wir in Europa seit Jahrzehnten gesehen haben. Und während sich international und auch in Deutschland trotz der Aufrüstungspolitik in verschiedenen imperialistischen Ländern keine Antikriegsbewegungen entwickelt hat, verändert die Inflation natürlich die innenpolitische Situation und erzeugt eine neue Dynamik, die ist noch anfänglich, aber trotzdem eine Dynamik des Klassenkampfes. Die Bundesregierung, die Fortschrittsregierung reagiert ganz klassisch mit Zuckerbrot und Peitsche auf die Situation. Also es gibt einerseits irgendwie Entlastungspakete, es wurden Reformen angekündigt, auf der anderen Seite haben wir ja sowas wie die Gasumlage und es wird diskutiert darüber, ob wir nicht alle noch länger arbeiten sollten. In den vergangenen Monaten haben aber in diesem Rahmen vermehrt Streiks stattgefunden, die entweder bedeutsam sind aufgrund ihres Sektors oder aufgrund von Lohnforderungen oder aufgrund von beiden. Und ich denke, dass solange diese inflationären Tendenzen bestehen bleiben und die Regierung keine ausreichenden Angebote zur Abfederung von dieser ökonomischen Situation macht, können wir schon davon ausgehen, dass sich diese Tendenz verstetigen kann oder sogar ausweiten kann, die Tendenz zu Streiks. Es ist auch möglich, dass es irgendwie zu einem eher staatsbürgerlich, wenn man so will, geprägten Protest gegen die steigenden Energie- und Kraftstoffpreise kommt im Winter. Es gab vor kurzem eine Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut wo 44% aller Befragten gesagt haben, dass sie sicher oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an Protesten gegen die hohen Energiepreise teilnehmen würden. Das haben wir ja auch sehr lange so nicht gesehen. In dieser Situation ist der Streik an den deutschen Häfen der größte seit über 40 Jahren. Teil halt von diesem ganzen Prozess von Streiks und Lohnkämpfen in Deutschland und in ganz Europa vor dem Hintergrund von der Inflation in diesen Kernländern und natürlich des Krieges, wie schon gesagt. Wir sehen halt Streiks in der Stahlindustrie, in den Flughäfen, in ganz Europa, einem Streik von über 70 Tagen in den Krankenhäusern, einen riesigen Bahnstreik in Großbritannien, den größten seit 30 Jahren
Und es werden ja auch noch kommende Streiks angekündigt in verschiedenen Branchen, im gesamten, ja, also im Hinblick auf den gesamten Sommer in Europa und den Herbst. Das lässt sozusagen schon Schlussfolgern, dass wir ja eine Rückkehr der ArbeiterInnenklasse auf die Bühne des Geschehens haben, die zwar sich noch im Rahmen von den Grenzen bewegt, die die Gewerkschaftsbürokratie ihnen aufrechterlegt, aber auch dafür spricht, dass es eine enorme Veränderung der Subjektivität des Proletariats in Deutschland und in ganz Europa gibt. Und aus diesem Grund diskutieren wir hier heute Abend halt nicht nur mit Genossinnen von anderen Strömungen, auch mit Genossinnen von anderen Strömungen, sondern explizit auch mit den Hafenarbeitern aus Hamburg, denen wir einen besonderen Platz auf diesem Podium einräumen wollen und einräumen. Die Redereihenfolge wird so sein, dass erst Dennis, dann Jana reden, dann, dann Stefan, dann Jacqueline von der GAM, Daniel von der RSO, Tim von der Zoll und dann Tom von Solid. Die Leitfrage, die wir uns hier heute stellen und mit der wir sozusagen auch eingeladen haben zu dieser Veranstaltung, bewegt sich natürlich auch in dem Rahmen, es wurde ja gestern schon bei der Veranstaltung gesagt, von einer Zeitenwende, wenn man so will. Man könnte Olaf Scholz eigene Worte verwenden, die ja sehr zutreffend ist sozusagen auf die politische Situation seit dem Ausbruch des Krieges. Aber auch vor dem Hintergrund einer Krise der Linken und insbesondere der Linkspartei, die in der tiefsten Krise ihrer Geschichte sich befindet. Und wir haben uns gefragt und möchten uns hier heute fragen und darüber diskutieren, welche Klassenkampftendenzen wir sehen und welche Antwort wir als revolutionäre Linke auf sie geben müssen. Und natürlich auch auf die Krise, die Wirtschaftskrise, aber auch die Krise der Linken. Und wie wir als revolutionäre Linke und ArbeiterInnenklasse einen Ausweg, einen progressiven Ausweg aus dieser Krise finden können. Genau, ich würde jetzt das Wort abgeben und wie gesagt, erstmal Dennis fragen, wenn das für ihn okay ist. Jana kann das besser. Na, Jana frage ich ja danach. Was du denkst, was die Bedeutung eures Streiks ist? Du kannst auch erstmal so über den Streik erzählen. Also ich kann die Leute besser anfeuern, als hier zu reden. Die Bedeutung unseres Streiks ist für mich, im Hafen hat ein großer Zusammenhalt stattgefunden. Wir sind ja mehrere Sektoren. Früher wurde immer gesagt, du bist in dem Betrieb, du bist in dem Betrieb, du bist Lascher, du bist dies, du bist das. Und jetzt sind wir eine Einheit. Ne? Wir haben ja diesen Slogan, One United Power, wir sind der Hafen. Ne? One United Power kennt man auch aus Berlin halt, aber... Das ist ja was anderes. Und für mich bedeutet, was mich ganz doll stolz macht, dieser Zusammenhalt, der jetzt entstanden ist von den ganzen Leuten. Ne? Und wir sind halt so eine Wand und wir schaffen es, halt auch andere Branchen irgendwie zu mobilisieren und zu unterstützen vor allen Dingen. Also wir sind ja, als die Lufthansa gestreikt hat, sind wir da auch hingefahren. Und ich finde das einfach mega, dieser Zusammenhalt, der bei uns entstanden ist. Das ist halt mega gut. Das ist für mich das Schönste. Also... Das finde ich halt richtig toll. Und die Solidarität, die wir gekriegt haben, die ganzen Grüße und sowas, das ist schon Wahnsinn. Also finde ich echt krass. Hätte ich nie gedacht, dass das so eine Wirkung hat. Dank eures Videos. Jetzt gebe ich Jana weiter. Ja, das ändern wir im Laufe der Diskussion nochmal. Ne? Das Mikro wirst du auch nochmal in die Hand nehmen. Ja, ich glaube, wir freuen uns auf jeden Fall erstmal hier zu sein, dass, wenn uns mal zwischendurch das Wort wegbricht, auch wir sind ein bisschen nervös, wenn nicht mit gerechnet, dass das dann doch so groß wird. Und Dennis hat es eigentlich schon eingeläutet. Also was bedeutet der Streik im Besonderen für uns in dieser Situation? Was ist das für ein Aufbäumen, nach 44 Jahren und ohne Streikerfahrung gleich irgendwie in die Vollen gehen zu müssen in einer Runde wie dieser? Wir haben eine lange, also über viele Jahrzehnte gepflegte Sozialpartnerschaft in unseren Betrieben gehabt. Streik undenkbar, wenn man sich vorstellt, wie viel Waren tatsächlich im Hamburger Hafen oder generell bei uns auf der Fläche umgeschlagen werden, dann ist klar, unsere Jobs hängen an der Globalisierung und das, was da gerade passiert, ist undenkbar gewesen für alle Beteiligten eigentlich. So, kommen wir mal zum Thema Inflation.
Wir haben auch ganz unterschiedliche Menschen bei uns in den Betrieben, die zum Teil auch in prekären Arbeitsverhältnissen sind. Das ist nicht so ganz bekannt. Die gibt es aber durchaus. Und diese Menschen waren immer sehr leise. Deswegen ist dieser Streik eine ganz besondere oder bringt eine ganz besondere Situation mit sich, denn er mobilisiert auch innerhalb unserer eigenen Bereiche gerade diejenigen, die das für völlig unmöglich gehalten haben, dass sie mal die Rolle spielen, dass sie mal der Mittelpunkt dieser Diskussion werden. Dass ich sag mal, die Menschen aus den oberen Lohngefügen sagen, ey, um uns geht es hier nicht. Uns würdet ihr jederzeit so viel Geld geben, weil ihr wisst, wir können die Warenströme stoppen. Aber wir ziehen das hier so lange durch, bis wir den Inflationsausgleich und im besten Fall eine Reallohnerhöhung on top, die uns über also jetzt wirklich über die Jahre einfach genommen wurde, während ihr Millionen Gewinne weggeschleppt habt, bis nach unten durchreichen können, sodass wir alle ein angeglichenes Lohnniveau haben. Und deswegen hat dieser Streik einfach eine ganz besondere Bedeutung. Ne? Also er führt dazu, dass andere Gruppen sich einfach auch damit beschäftigen, sollte das bei uns nicht auch stattfinden. Ne? Also Dennis hat eben erwähnt, wir haben Solidaritätsbekundungen jetzt durch die letzten Monate bekommen von keine Ahnung, Airbus, von Mercedes, der Hochbahn, aber auch ganz, ganz vielen kleinen Betrieben, und Organisationen, teilweise aus feministischen Gruppen, die sonst bei uns irgendwie so in der Form nie aufgetaucht wären. Dann kam tatsächlich die Situation mit dem Klasse gegen Klasse Interview und danach eskalierte das vollends. Seitdem hagelt das tatsächlich bei uns Anfragen irgendwie von freien Radios und ja, anderen Betrieben, und das macht richtig was, ne? Wenn du dann siehst, dass du mit der Krankenhausbewegung irgendwie in die Diskussionen kommst, dass du mit jungen Menschen in Diskussionen kommst, dann glaube ich, bewegen wir hier gerade mehr, als wir wissen. Und das ist eigentlich sehr schön. Das ist gut. So. Genau, also ich würde euch gerne noch eine Frage stellen. Du hast gerade gesagt, so andere fangen sich an zu fragen, sollte sowas bei uns nicht auch stattfinden? Was denkt ihr, was es braucht, damit ihr diesen Streik gewinnt, aber auch andere tatsächlich sozusagen anfangen, auch solche Kämpfe zu führen? Und genau, ihr tatsächlich, also ihr macht das ja schon, aber bis zum Ende so ein Beispiel setzt für die Arbeiterinnenklasse hierzulande und international. Erst Dennis. Was braucht das? Also, ich kann das jetzt vergleichen mit, wann waren wir bei der Lufthansa? Vor 2 Wochen, ne? Waren wir bei der Lufthansa gewesen und die hatten ja auch gestreikt. Und es war faszinierend, es wirkte wie ein Trauermarsch, als wir losmarschiert sind. Also, die waren sehr leise und wir waren mit 10 Leuten vom Hafen da und dann mussten wir, sage ich mal, den Streik so ein bisschen anpushen. Und das hat dann... Also wir hatten unsere Schilder dabei, da steht ja drauf, wir sind der Hafen, die kennt man ja von den Bildern. Und dann wurden die umgeschrieben, da stand der Flughafen drauf. Und dann sind wir damit gelaufen, haben wir auf die Schilder eingeschlagen und dann geschrien, so von wegen, wir sind Lufthansa. Und dann fanden die Leute das geil und haben sich alle animiert gefühlt, sind dann voll Power losgegangen. Also das war auch dann krass. Also ich glaube, die Leute brauchen irgendjemanden immer, der so ein bisschen vorausprescht. Ein bisschen Verhalten, ich meine, die haben ja auch, keine Ahnung, 7 Jahre oder wann? Wie lange haben die nicht gestreikt? 7? Ja, die haben ja auch länger nicht gestreikt und viele junge Leute dabei gewesen und die musstest du erstmal, glaube ich, ein bisschen pushen. So, das. Ja, genau, da haben sie überall draufgeschlagen auf die Schilder und das Coole war ja, dass wir dann vor den Terminals standen, da am Flughafen, und dann hat sich die Polizei vor uns gestellt und dann meinte sie, ja, wir müssen jetzt weiterlaufen, weil die Route jetzt nicht mehr aktuell ist. Ja, dann haben wir noch lauter geschrien und dann hat die Polizei, konnte nichts mehr sagen, dann durften wir die Schlusskundgebung da machen und das war dann, war geil. Also das war echt gut. Hey, du kannst besser reden. Ich kann nur die Leute anstecheln. Nee, eben, ist immer, ratet sich selber runter. Aber die Frage ist ja tatsächlich, was braucht es, um den Streik zu gewinnen? Da
gehe ich jetzt mal erstmal von unserer Situation aus. Wir führen den Krieg gegen die Gewerkschaftsbürokratie und deswegen kam der Workshop vorhin auch ziemlich gut. Es braucht eindeutig eine gewisse Stärke und Beharrlichkeit, um genau diesen Prozess einfach zu stürzen, die Gewerkschaft von unten aufzuräumen und sie, keine Ahnung, wirklich einmal damit zu konfrontieren, wie unrealistisch dieses gesamte Konstrukt Gewerkschaft, so wie es aufgebaut ist, heute eigentlich noch ist. So, die verstehen ihre eigene Rolle nicht, hat man manchmal den Eindruck. Und dazu braucht es natürlich Beschäftigte, die sich auf die Hinterbeine stellen und diese Strukturen sprengen, ganz einfach. Also du brauchst eine gewisse Militanz. Das braucht es, um Streiks zu gewinnen, und wir werden unseren Streik gewinnen, wir werden ihn vielleicht nicht, oder unseren Kampf so gewinnen, wir werden ihn vielleicht nicht so gewinnen, wie wir uns das vorstellen, aber wir haben eigentlich schon gewonnen, weil sie mussten nachgeben in allen Bereichen, wo sie uns irgendwo Knüppel zwischen die Beine geschmissen haben. Und das ist so geil, weil mittlerweile sind wir so weit, dass wir Beschäftigten sagen können, pass auf, da findet eine Verhandlungsrunde statt und wir selbst sind aus dem Rampenlicht raus, brauchen eigentlich nicht mehr viel zu sagen und die fahren einfach hin. Es ist egal, ob es Berlin ist, ob es Bremen ist oder Visselhövede. Kleines Kuhkraft mit 1000 Menschen, die haben sich richtig gefreut. Aber das braucht es. Also es braucht Menschen, die den Mut haben zu sagen, es ist mir scheißegal, ob ihr Beschlusslagen braucht, es ist mir scheißegal, ob ich meine Zeit da rein investieren muss. Ich setze mich jetzt hier ganz beharrlich so lange hin, bis wir das geklärt haben. Und ich glaube, das passiert, weil wenn man einfach hier jetzt auch so in die Reihen reinguckt, dann ihr seid ja auch nicht ohne Grund hier. Ihr seid ja hier, weil ihr euch auch Gedanken macht um eure eigene Zukunft und weil ihr auch Perspektiven haben wollt. So, und Gewerkschaft ist halt nicht, ist halt ganz offensichtlich nicht mehr das, was viele Menschen, was sie so als richtig empfinden und notwendig, ne? Aber wir können das halt umformieren, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und bei uns jetzt intern brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch mindestens einen Streiktag. Wir brauchen Aktionen im Betrieb. Wir werden eine kleine Aktionswoche starten ab dem 15., glaube ich. Immer so mit kleineren Geschichten, damit die Leute erstmal wieder ins Boot holen können, weil das ist, weiß ich nicht, wie weit das bekannt ist. Wir stehen eben aktuell in einer erzwungenen Friedenspflicht. So, ne? Bis zum 26.08. müssen wir dreimal verhandeln und wir haben keine Möglichkeit, jetzt gerade zu streiken, weil man uns in einem gerichtlichen Vergleich jetzt quasi dazu gezwungen hat, die Füße stillzuhalten. Und dann stirbt halt so eine total lebendige Stimmung mit Kampf, mit allem drum und dran innerhalb von fast 6 Wochen, die stirbt einfach mal ab. So, und die musst du jetzt halt wieder richtig zurückpeitschen, die Leute wieder ins Boot holen. Die haben jetzt hoffentlich auch mal 3 Tage Urlaub hinter sich und dann sind sie alle wieder voll motiviert und dann geht das auch los. Was hast du da noch gehabt? Ich weiß das gar nicht. Was? Was ist nötig, um in den Check zu gewinnen und ein Beispiel zu setzen für die Arbeiter? Ja, finde ich auch. ja, danke schön. Ah, da ist ja was da drin. ich würde tatsächlich erstmal das Wort weitergeben an Stefan von Rio, um genau ein bisschen ja, auf die Leitfrage zu antworten aus unserer Perspektive. Reicht das Mikro hier oder? Das ist das Mikro für. Ah ja, alles klar. Ganz, ganz großartig, was ihr gerade alles schon gesagt habt. Genau, also vielleicht nochmal für alles, also es ist vielleicht logisch, aber ich glaube innerhalb der Linken in Deutschland gar nicht so logisch, dass ihr hier auf dem Podium sitzt, auf dem Podium, was eine Frage beantworten soll, wie überwinden wir die Krise und wie überwinden wir die Krise der Linken, und genau, ihr sitzt genau deswegen hier, weil wir denken, dass ihr als Hafenarbeiterin, dass die Arbeiterinnenklasse insgesamt der Schlüssel dafür ist, diese Krise zu überwinden. Und genau, da möchte ich jetzt ein bisschen mehr drüber reden. Ich will noch mal kurz hervorheben, was Ines in der Begrüßung gesagt hat. Der Streik, der größte seit 40 Jahren, seit über 40 Jahren in den Häfen, ist Teil eines ganzen Prozesses von Streiks und Lohnkämpfen in Deutschland, ganz Europa, von der Stahlindustrie, Flughäfen und so weiter, was Ines vorhin alles aufgezählt hat. Und es handelt sich also um eine gewisse Rückkehr der Arbeiterinnenklasse auf die Bühne.
Insbesondere in Deutschland, wo die Vorstellung existiert oder häufig noch existiert, die Arbeiterinnenklasse gibt es ja nicht mehr oder sie ist irgendwie total angepasst und so weiter und will überhaupt nicht kämpfen, zeigt sich, dass sich durch die Krise, durch die Krisensituation einfach eine Subjektivität in der Arbeiterinnenklasse auch verändert hat und weiterhin verändert. Und wir wollen eine Organisation aufbauen, die ihr strategisches Zentrum im Klassenkampf sucht und sich vornimmt, die strategischen Positionen zu besetzen und sie im Kampf gegen die Bosse und die Regierung einzusetzen. Und ihr im Hafen zum Beispiel habt eben eine solche strategische Position inne, die es Arbeiterinnen ermöglicht, die Produktion vieler anderer zu bestimmen, innerhalb eines Unternehmens oder in der gesamten Wirtschaft. Wenn die Arbeiterinnenklasse alle grundlegenden strategischen Positionen in Produktion, Vertrieb, Dienstleistung hält, dann hat sie ein enormes Potenzial, um das Kräfteverhältnis zwischen Arbeit und Kapital insgesamt zu beeinflussen und die Machtfrage zu stellen im Kampf gegen die Kapitalisten und ihren Staat. Ob das geschieht oder nicht, das steht nicht von vornherein fest. Also es gibt die Stellung der Klasse im Produktionsprozess, aber ob diese Stellung eingesetzt wird und für was, für welches Programm, mit welcher Strategie, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und genau darum geht es hier. Die aktuellen Streiks, in der aktuellen Situation sind die Streiks im Hafen für uns in mehrerer Hinsicht strategisch bedeutsam. Also grundsätzlich wird erstmal in ihnen verhandelt, wer die Kosten der inflationären Krise zu tragen hat, ob es die Kapitalistinnen sein werden oder die Arbeiterinnen. Natürlich erstmal auf betrieblicher Ebene im Hafen, aber eben potenziell für die gesamte Klasse und die große Mehrheit der Bevölkerung, die unter der Inflation leidet. Dafür gibt es aber mehrere Voraussetzungen, über die ihr auch schon kurz gesprochen habt. Zuerst mal muss man die Einheit der Klasse herstellen. Also die Arbeiterinnenklasse ist zersplittert durch 40 Jahre Neoliberalismus, durch verschiedenste Spaltungslinien, prekäre, feste, Beschäftigte mit Arbeit, ohne Arbeit, anhand von Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität und anderen Unterdrückungsmerkmalen, wird eben diese Spaltung vom Kapital forciert. Und diese Fragmentierung der Klasse muss überwunden werden. Und das Beispiel im Hafen habt ihr ja genannt. Es wäre fatal, nur einen Inflationsausgleich für die oberen Lohngruppen zu akzeptieren. Es handelt sich also darum, dass diejenigen Hafenarbeiterinnen, die mit ihrem Streik den größten Druck ausüben können, nicht nur für sich selbst streiken, sondern gemeinsam für alle, die auch die prekäreren sind. Genau. Und die zweite Voraussetzung dafür ist, dass die Arbeiterinnenklasse gegenüber der Macht der Kapitalistinnen die Gesamtheit der unterdrückten Bevölkerung auch anderer Klassen anführen kann und muss, indem sie eben ein hegemoniales Programm gegen die Inflation, gegen die Krise, gegen den Krieg aufstellt. Hegemonie heißt hier, dass die Arbeiterinnenklasse eine Führungsrolle einnehmen kann, aufgrund eben ihrer strategischen Position, um ein Bündnis zu schmieden mit anderen unterdrückten Klassen. Und natürlich sind diese Frage, die Einheit der Klasse, die Hegemonie gegenüber anderen Klassen, super eng miteinander verbunden. Ich habe jetzt nicht die Zeit, ein solches Programm voll auszuführen, aber um sozusagen für die aktuelle Situation nur ganz kurz einige Stichpunkte zu nennen. Das beginnt mit der Frage eben eines Inflationsausgleichs und einer gleitenden Lohnskala, also einer automatischen Anpassung an die zukünftige Inflation. Eine staatliche Deckelung der Preise, kontrolliert durch Komitees von Arbeitern und Verbraucherinnen. Die Öffnung der Geschäftsbücher, um zu sehen, wo die Profite wirklich hinfließen. Und dann eben bis hin zu der Enteignung von denjenigen Konzernen, die trotz Gewinn schließen oder entlassen. Und diese Forderung ist eben in der drohenden Gaskrise im Winter dringender denn je, weil eben eine demokratische Energieversorgung, verstaatlichte Energieversorgung auch viel besser geplant werden könnte. Und wo man demokratisch entscheiden und kontrollieren könnte, dass eben keine Privathaushalte unter der Krise zu leiden haben, wie die Regierung aktuell diskutiert. Und eine solche Perspektive lässt sich natürlich auch auf die Verstaatlichung aller Schlüsselsektoren und des Bankensektors unter Kontrolle der Arbeiterinnen ausüben. Hegemonie ist aber natürlich nicht nur was Ökonomisches, ne? Weil der eigentliche Grund für die Verschärfung der wirtschaftlichen Krise in der imperialistischen Eskalation der Ukraine liegt und der Aussicht auf weitere Krisen und neue Kriege. Deswegen können wir nicht einfach nur tatenlos zusehen oder irgendwie nur dafür kämpfen, dass unsere Löhne erhöht werden oder so, sondern es geht darum, dass die Arbeiterinnenklasse die Führung im Kampf gegen die Kriegsmaschinerie übernimmt. Eine unabhängige Mobilisierung gegen die Aufrüstungspläne, die Entsendung von Waffen und Truppen, den Wirtschaftskrieg mit Sanktionen und auch gegen die reaktionäre Asylpolitik hierzulande vorantreibt. Und auch da gibt es ja Beispiele auch von Hafenarbeiterinnen, die Kriegslogistik
unterbrechen und sich damit an die Spitze des Kampfes gegen die militaristische Eskalation stellen können. Genau. Da gibt es eine große Hürde für, um sowas tatsächlich umzusetzen. Und das hat Jana gerade schon angesprochen, die Bürokratie. Also ich muss deinen Satz einfach wiederholen, weil er so großartig ist. Ihr führt einen Krieg gegen die Gewerkschaftsbürokratie. Und ich glaube, das ist eine extrem wichtige Frage. Gerade in Deutschland setzt die Gewerkschaftsbürokratie häufig Abschlüsse durch, die unterhalb der Inflationsrate eben sind, wie zum Beispiel in der Stahlindustrie. Aber auch eben zum Beispiel, was den Angriff auf das Streikrecht zeigt. Der außergerichtliche Vergleich bedeutet ja, dass sich die Verdi-Bürokratie letztlich in der Verhandlung sozusagen selber geknebelt hat. Und das auch noch ohne Rücksprache mit den Beschäftigten oder der Tarifkommission. Und allein schon deshalb ist es notwendig, eine Strategie der Selbstorganisation der Arbeiterinnen ins Zentrum zu stellen, die eben über diese Verhandlungslösung der Gewerkschaftsbürokratie hinausgeht. Und eben bis hin zu der Perspektive, die Gewerkschaftsbürokratie aus den Gewerkschaften rauszuwerfen und durch eine Selbstorganisation der Arbeiterinnen innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften zu ersetzen. Das ist aber nicht nur eine strategische Aufgabe für die Hafenarbeiterinnen selbst, sich eben aus der Umklammerung der Apparate zu lösen, sondern stellt die gesamte gewerkschaftliche und politische Linke vor eine Richtungsentscheidung. Also sich weiterhin unter die Strategie der Bürokratie der Gewerkschaften und der reformistischen Parteien zu unterwerfen und eben Verhandlungsabschlüsse ohne größere Kämpfe zu machen, konzertierte Aktion mit der Regierung, Isolierung der Kämpfe oder die Selbstorganisation der Arbeiterinnen voranzutreiben im Kampf für ein hegemoniales Programm, damit die Kapitalistinnen die Krise bezahlen. Und da geht es eben auch nicht nur darum, dass nur dieser oder jener Streik irgendwie taktisch unterstützt wird oder so, sondern es ist eine zentrale strategische Aufgabe. Zum einen, weil eben die Gewerkschaftsbürokratie insbesondere in den großen, wichtigen Schlüsselsektoren einer extremen Kooptierung unterliegt und also sozusagen eigentlich auf Seite des Kapitals steht. Also im Hamburger Hafen gab es ja auch diesen Fall, dass einer der Verhandlungsführer jetzt, Thorsten Sebold, früher Leiter der Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft bei Verdi war. Also das zeigt es eigentlich schon, wie stark sozusagen da die Kooptierung eigentlich ist. Und deswegen eben nochmal hervorzuheben, die Notwendigkeit einer antibürokratischen Fraktion innerhalb der Gewerkschaften, die Bürokratie herausfordern und letztlich rauswerfen kann. Es ist aber nicht nur eine gewerkschaftliche Frage, weil diese Frage auch einen Bruch mit der vorherrschenden Strategie in der Linken, in der politischen Linken erfordert, die darin besteht, eben Wahlen zu gewinnen, Parlamentssitze zu ergattern, um dann an der Spitze des bürgerlichen Staates die kapitalistische Misere mitzuverwalten oder erträglicher zu machen. Das Beispiel der SPD ist ja irgendwie klar, ne? Also an der Spitze der Fortschrittskoalition mit reformistischen Versprechungen und kleinen Entlastungspaketen zu agieren und gleichzeitig das größte Aufrüstungspaket seit Jahrzehnten umzusetzen und Deutschland zu einer imperialistischen Militärmacht ersten Ranges zu machen, die Osteuropa und andere Regionen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch unterwerfen kann. Das gilt aber auch für die Linkspartei und die mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Organisationen der außerparlamentarischen Linken, die sie wählen, die von ihr finanziert werden, die sich im Aufbau und im Programm an ihr ausrichten. Und die Linkspartei, die befindet sich gerade in der tiefsten Krise ihrer Geschichte und spielt in den jetzigen Kampfprozessen praktisch gar keine Rolle, sondern hangelt sich von einer Wahlniederlage zur nächsten. Sie existiert seit 15 Jahren mit 13 Landesregierungen, wo sie Zehntausende Aktivistinnen in die Strukturen des bürgerlichen Staates eingebunden hat. Und das zusätzlich dazu, dass es dem Kapitalismus insgesamt in den letzten Jahrzehnten gelungen ist, einen gewissen Common Sense durchzusetzen, dem eben selbst ein Teil der antikapitalistischen Linken erlegen ist, nämlich dass es unmöglich wäre, dieses System zu überwinden und dass die einzige Alternative darin bestünde, an seinen Rändern Widerstand zu leisten, von Zeit zu Zeit irgendwelche Zugeständnisse abzuringen oder durch Druck und Mitverwaltung des Staates ihn irgendwie menschlicher zu machen oder so. Stattdessen sind wir der Meinung, dass wir diesen Regierungen und ihren Staaten ein Ende setzen müssen und überlegene Reformen der Demokratie durchsetzen müssen, die auf Organen der Selbstorganisation der Arbeiterinnenklasse und der Massen basieren. Nur so können wir einen Ausweg aus der Krise finden, die auch mehr und mehr eine Krise der gesamten Zivilisation wird, auch wenn ich jetzt nicht tiefer auf die Frage der Klimakrise eingehen kann. Und die Linkspartei will das nicht machen. Nicht jetzt, auch nicht in der fernen Zukunft, in den letzten 15 Jahren sowieso nicht. Und deswegen stehen wir vor der Herausforderung,
uns den Aufbau einer Linken vorzunehmen, die völlig unabhängig vom Reformismus und all denjenigen ist, die sich damit abgefunden haben, dass es keine andere mögliche Zukunft gibt, als die, die uns der Kapitalismus bietet. Das heißt also, eine Linke, die die Organisierung und Mobilisierung in den Betrieben, Schulen, Universitäten, auf den Straßen in den Mittelpunkt stellt, mit der Arbeiterinnenklasse an der Spitze, um eine ganz andere Gesellschaft zu erkämpfen, begonnen mit einem Programm, das die großen gesellschaftlichen Probleme durch die Enteignung des Großkapitals löst. Deswegen schlagen wir allen Organisationen, die hier sitzen, den Organisationen, die am linken Rand der Linkspartei sich befinden, allen fortschrittlichen Teilen innerhalb und außerhalb der Linkspartei, die sich wirklich den Aufbau einer tatsächlichen sozialistischen Opposition vornehmen wollen, um darüber zu debattieren, wie wir wirklich angesichts der imperialistischen Aufrüstungspolitik, angesichts der Inflationsfrage der Ampelregierung eine klassenkämpferische, sozialistische, revolutionäre Alternative im Bruch mit dem Reformismus entgegensetzen können. Und darüber, da sind wir der Meinung, dass dies zum einen in zentraler Auseinandersetzung mit den zentralen Phänomenen des Klassenkampfes stattfinden muss, wie eben zum Beispiel jetzt die Streiks im Hafen, wo es notwendig ist, eine große gemeinsame Solidaritätskampagne zu organisieren, wo es notwendig ist, gemeinsam zu intervenieren und eben auch die Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen unseren Gruppen in der Praxis auszuprobieren. Aber eben nicht nur auf der gewerkschaftlichen Ebene zu verbleiben, sondern und in den Klassenkampf einzugreifen, sondern auch auf der Wahlebene eine Alternative zur Linkspartei aufzubauen. Lasst uns also diskutieren, wie wir in den kommenden Landtagswahlen, Bundestagswahlen Möglichkeiten einer revolutionären Wahlfront organisieren können. In Frankreich, an einem Beispiel zu enden, in Frankreich sind unsere Genossinnen von Revolution Permanente aktuell im Gründungsprozess einer neuen revolutionären Organisation, die hunderte Jugendliche und Arbeiterinnen anzieht. Die hat sich geformt zum einen im politischen Kampf mit den Strömungen, die sich dem nationalistischen Populismus von Jean-Luc Mélenchon angepasst haben, wie es mit der neuen antikapitalistischen Partei passiert ist, worüber wir bei der Auftaktveranstaltung am gestrigen Abend diskutiert haben. Zum anderen mit dem Aufbau in der Jugend, aber vor allen Dingen auch in der Arbeiterinnenbewegung mit Figuren wie Anas Kasib, der an der Spitze der Selbstorganisation der Eisenbahnarbeiterin in mehreren Streikprozessen stand, der die Bürokratie der CGT herausgefordert hat, der gegen sie die Weiterführung des Bahnstreiks durchgesetzt hat, der aber auch zugleich im landesweiten Fernsehen als Kämpfer gegen Rassismus und für den Sozialismus zu Millionen gesprochen hat. Und ihr Beispiel zeigt uns, dass es möglich ist, mit Hunderten eine neue Tradition aufzubauen, die gleichzeitig Hunderttausende erreicht, und die sich nicht mit dem Verrat des Reformismus an der Macht begnügt und sich stattdessen mit dem Klassenkampf im Mittelpunkt eine revolutionäre Perspektive vornimmt und dabei die Brücke von den Streiks zu den sozialen Bewegungen schlägt. Und deswegen glaube ich, dass wir auch in Deutschland den Schritt wagen können, endlich die Umklammerung von der Linkspartei zu lösen. Heute will die herrschende Klasse uns für die Kosten der Pandemie, der Wirtschaftskrise und des Ukraine-Kriegs bezahlen lassen. Der Kampf für Lohnerhöhungen in diesem oder jenem Betrieb ist deshalb nicht von dieser strategischen Perspektive zu trennen, den Willen der Ausgebeuteten gegen den Willen der Herrschenden durchzusetzen. Da müssen wir die Grenzen überwinden, die die Gewerkschaftsbürokratie aufzwingt, die reformistischen Bürokratien aufzwingen. Und das ist nur möglich, wenn die revolutionäre Linke die Logik des geringeren Übels, der Pakte mit den Gewerkschaftsführungen und der Mitverwaltung des kapitalistischen Staates überwindet und stattdessen ihr strategisches Zentrum im Klassenkampf sucht und sich vornimmt, die strategischen Positionen zu besetzen und sie im Kampf gegen die Bosse und die Regierung einzusetzen. Dankeschön. Ja, danke schön. Ich denke, dass das auch schon viele Fragen ein Stück weit beantwortet hat. Wir interessieren uns ja genau hier heute auch für die Position von anderen Strömungen. Ich würde das Wort an Jacqueline von der Gruppe ArbeiterInnenmacht geben, der GAM. Genau, again, im Kontext von Krieg, Inflation, Zeitenwende, Krise der Linkspartei etc. Welche Klassen kämpferischen Tendenzen sehen wir, welche Antwort brauchen wir als revolutionäre Linke? Genau, und welche Antwort brauchen wir, ja, oder wie können wir auch einen Ausweg aus der Krise finden letztendlich?
Dankeschön. Als Gruppe Arbeitern macht, wollen wir uns an dieser Stelle auch nochmal bedanken für die Einladung zu eurem Camp und der Möglichkeit, hier zu sprechen. Gestern beim Plenum ist ja auch schon ein Einblick in die Lage in unterschiedlichen Ländern gegeben worden. Und dabei ist deutlich geworden, dass der Krieg in der Ukraine die zunehmenden Preissteigerungen, die Zerstörung unserer Lebensgrundlage zentrale Rollen in den aktuellen Klassenkampfsituationen spielen. Gleichzeitig gibt es insbesondere in Deutschland keine schlagkräftige Bewegung einer gesamten Arbeiterinnenklasse, obwohl diese Probleme auch Möglichkeiten bieten, aus der Defensive zu kommen, in der wir uns seit dem Niedergang des arabischen Frühlings und dem internationalen Rechtsruck befinden. Deswegen würde ich gerne in meinem Input auf zwei größere Punkte eingehen und zuerst kurz skizzieren, warum die radikale Linke aktuell so passiv ist und anschließend die Frage beantworten, wie RevolutionärInnen die aktuellen Chancen nutzen können, am Beispiel der Linkspartei. Das Ganze kann leider nur sehr thesenhaft und verkürzt passieren aufgrund des zeitlichen Rahmens. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die in der Diskussion sehr gerne aufwerfen. Kommen wir zum ersten Punkt. Verkürzt kann man eigentlich sagen, dass in den letzten 15 Jahren die Deutsche Linke ihre Aufgaben verfehlt hat. Es gab super viele Event-Mobilisierungen, einige von euch waren garantiert dabei, bei Protesten wie Blockupy, den G20-Protesten, Ende Gelände. Und es geht auch nicht darum, dass diese Veranstaltungen per se schlecht gewesen sind. Allerdings muss festgehalten werden, dass zum einen dass alles nur reine Symbolproteste gewesen sind, die keine Verbesserung für eine gesamte Klasse erkämpft haben und zum anderen auch nicht geholfen haben, inhaltliche Differenzen innerhalb der radikalen Linken zu klären. Warum ist das ein Problem? Es gibt auf der einen Seite kleine Splittergruppen von geringer Bedeutung und auf der anderen Seite Organisationen, die wesentlich größer sind, aber dafür inhaltlich diffuser. Und beides ist Ausdruck der Führungskrise der ArbeiterInnenklasse und führt dazu, dass man nicht aktiv oder fehlerhaft eigentlich in den Klassenkampf eingreift. Es leitet sich auch ein bisschen ab. Entweder man ist zu klein, um wirklich Kämpfe anzuführen, oder man ist sich überhaupt erst gar nicht darüber einig, ob das Subjekt der Veränderung überhaupt die Arbeiterinnenklasse ist. Und das Fehlen von ernsthaften, programmatischen Debatten erhält eigentlich diesen Zustand auf und verschärft ihn. Und wenn wir uns die Realität anschauen, dann hat sich die Situation, in der wir Politik machen, geändert. Und selbst das haben viele Kräfte nicht mitbekommen und agieren eigentlich noch in den Protesten, die sie organisieren, so, als ob wir uns in der Hochphase der Globalisierungsperiode befinden. Tatsächlich ist dies aber spätestens seit dem internationalen Rechtsruck, den wir in Deutschland seit 2014 auch praktisch hier beobachten können, nicht mehr die Grundlage. So, wir sind konfrontiert mit einem erstarkenden Nationalismus und Rechtspopulismus. Jetzt mit einem aufkochenden Kampf um die Neuaufteilung der Welt. Und statt zu reagieren und Forderungen aufzuwerfen, kam es eigentlich zu einer gewissen Passivität sowie zur Unterordnung unter bürgerlichen Kräften, wie man es ganz gut bei der Umweltbewegung sehen kann, aber auch heute in der Kriegsfrage oder beispielsweise bei gewerkschaftlichen Kräften, dass man eigentlich nur der Bürokratie hinterherläuft und keine eigenen Vorschläge macht, wie beispielsweise in der Pandemie. Das sieht man auch ganz praktisch an der Politik der interventionistischen Linken oder der Linkspartei. Es wurde insgesamt also nicht nur verpasst, Kämpfe erfolgreich zu führen, sondern auch aus den Niederlagen, die man erlebt hat, zu lernen. Warum hebe ich diesen Punkt hervor? Es geht jetzt nicht darum, andere sinnlos zu bashen und zu sagen, wir haben mehr verstanden als ihr. Wir wollen nämlich alle die Welt verändern. Aber um die Welt effektiv verändern zu können und effektiv kämpfen zu können, müssen wir uns auch die Mühe machen, sie zu verstehen. Ansonsten kommen wir zu falschen Annahmen. Und das ist in der aktuellen Zeit wichtiger denn je, weil wir uns eigentlich in einer erneuten Umbruchsphase befinden. Der Krieg in der Ukraine läutet einen zunehmenden Kampf um die Neuaufteilung der Welt ein, die auch zu direkteren Konfrontationen zwischen imperialistischen Kräften führen kann. Wir erleben Aspekte einer Deglobalisierung durch den Umbau von den Lieferketten oder den Rückzug von Auslandsdirektinvestitionen in Halbkolonien.
während zeitgleich eigentlich einen Hauptantagonismus zwischen den imperialistischen Kräften der USA und China ausgetragen wird. Das Ganze bietet sehr viele Möglichkeiten für uns als RevolutionärInnen, so dass auch vermehrt zu Streiks kommen kann, nicht automatisch muss. In Deutschland gibt es nämlich die Möglichkeit, auch wenn die Möglichkeit sehr begrenzt ist, dass die Regierung eine bestimmte Art der Befriedungspolitik führt, wie man es beispielsweise mit dem 9-Euro-Ticket sieht, aber das ist nicht festgesetzt so. Und das führt uns eigentlich zu den Fragen, was müssen wir RevolutionärInnen tun, um aus der Defensive zu kommen? Wie können wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und die Chancen, die kommen, nutzen? Und das würde ich jetzt gerne am Beispiel der Linkspartei ganz kurz diskutieren. Innerhalb der deutschen Arbeiterinnenklasse gehen wir davon aus, dass der Reformismus weiterhin die vorherrschende Kraft ist, auch wenn die Linkspartei in der Krise ist. Das bringt Möglichkeiten für uns als RevolutionärInnen, diese Krise zu nutzen. Und im Folgenden skizziere ich ganz kurz, was sinnvoll ist und was nicht. Dabei geht es nicht darum, was am besten ist für den Aufbau der eigenen Kleinstgruppe, sondern was notwendig ist, für das Bewusstsein der Klasse an sich zu heben und einen Schritt näher zu kommen, dass sie sich als Klasse für sich wahrnimmt. Ich reiß gleich so ein paar zentrale Fehler der Linkspartei an, die man auch bei anderen Strömungen finden kann. Ich werde nicht auf alle eingehen, wie beispielsweise den Pluralismus. Vielen von euch hier ist wahrscheinlich bewusst, warum das problematisch ist. Deswegen werde ich es versuchen, auf 3 Punkte herunterzubrechen. Und das erste Problem ist die sogenannte Transformationsideologie, die letztlich auch von vermeintlich antikapitalistischen Strömungen wie der Bewegungslinken vertreten wird. Und seit der Gründung ist der Sozialismus in der Linkspartei eigentlich eher so ein moralischer, was man sich gerne wünscht, wo man durch Reform Stück für Stück zu einer besseren Gesellschaft kommt. Wer jedoch ablehnt, die Herrschaft des Kapitalismus durch eine Revolution zu brechen und wer von der Zerschlagung eines bürgerlichen Staatsapparats und seiner Ersetzung durch Arbeiterinnenräte nichts wissen will, der ist letztendlich gezwungen, sich auf den bürgerlichen Staat als Instrument der Veränderung zu setzen. Und das kann nicht unsere Perspektive sein. So, unsere Perspektive muss eine Rätedemokratie mit Arbeiterinnenkontrolle sein. Das hört sich jetzt erstmal super radikal und voll krass an, aber in den folgenden Punkten wird deutlicher, warum es eigentlich sinnvoll ist. Denn der zweite Punkt ist vielleicht für die Leute interessant, die sich gefragt haben, warum die Linkspartei trotz vieler sinnvoller Forderungen eigentlich nicht so wirklich erfolgreich ist. Es geht nämlich darum, dass es ein fehlerhaftes Bewusstsein oder Verständnis davon gibt, wie eigentlich Bewusstsein, Klassenbewusstsein entsteht. So. Die Linke, die versteht sich selber als Bewegungspartei. Aber in der Praxis bedeutet es eigentlich, dass sie sich sozialen Bewegungen unterordnet und als unterstützende Kraft in dieser agiert. Das ist voll cool und so. Das funktioniert aber nur, solange es soziale Bewegungen gibt. Und ich habe ja gesagt, dass die Situation, in der wir Politik machen, nicht mehr die Globalisierungsperiode ist, sondern sich geändert hat. Und außerdem ist es Aufgabe von Revolutionären, nicht nur solche Bewegungen zu unterstützen und in diesen mitzuarbeiten, sondern auch zu diskutieren, welche Forderungen brauchen wir eigentlich, um voranzukommen. So, und manchmal geht es auch darum, nicht nur zu warten, dass irgendjemand mal die coolste Idee hat, eine Bewegung zu machen, sondern selbst aktiv zu werden und auf die Straße zu gehen. Ein gutes Beispiel ist die Passivität während der Pandemie. So, klatschen auf dem Balkon ist gut und schön, hat aber letzten Endes weder VerkäuferInnen noch den ArbeiterInnen im Gesundheitssektor irgendetwas gebracht. Und wir müssen uns fragen, wo war eigentlich die Linke und hat versucht, Verbesserungen ganz praktisch zu erkämpfen. So, und das kommt daher, dass sie eigentlich letzten Endes eine Nachtragspolitik verfolgt und eine falsche Konzeption, wie Bewusstsein entsteht. Der dritte Punkt, da ist Stefan auch schon in seinem Beitrag ein bisschen darauf eingegangen, ist eigentlich eine fehlende oder falsche Strategie gegenüber den Gewerkschaften und der SPD. Die Linkspartei, die ist groß, ja?
aber nicht groß genug letzten Endes. Und sie wirbt ja mit sich, die linke Kraft, die linke Alternative neben SPD und Grünen zu sein. Das ist gut und schön, dafür muss man aber praktisch auch was tun, dass man die Alternative für irgendwas ist. Und man muss auch aktiv die Konkurrenz, die man hat, herausfordern. Wie zum Beispiel den Einfluss der SPD in den Gewerkschaften, der zurückgedrängt werden muss. Und revolutionäre Politik in den Gewerkschaften heißt, eine klassenkämpferische Basisbewegung aufzubauen, die in Opposition zur Bürokratie geht. Ja? Und es kann niemals ein Vorgehen sein, die vorhandenen Plätze der Bürokratie einfach mit linken Personen zu ersetzen, weil es auch darum geht, eine Gewerkschaft umzustrukturieren und die Grundlage, die die Bürokratie hat, wegzunehmen und die Selbstorganisation von Beschäftigten zu stärken. Ebenso bedeutet eine klassenkämpferische Gewerkschaftsopposition auch eine Lösung zu finden für das, was ihr beispielsweise als Krise der Subjektivität bezeichnet. Es geht darum, nicht nur exemplarisch an einzelnen Arbeitskämpfen zu zeigen, wie eigentlich was vorangeht, sondern dafür zu sorgen, dass die Kapazitäten der Gewerkschaften eben gerade auf die prekarisierten, unorganisierten Sektoren der Klasse auch gelenkt werden und diese Kämpfe zusammenzuführen. Genau, das waren jetzt eigentlich die zentralen Problematiken, die man, wie gesagt, auch nicht nur bei der Linkspartei, sondern auch in vielen anderen Organisationen der radikalen Linken findet. Und ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass so Floskeln wie um Druck auf die Bewegungslinke aufzubauen, dass man um Druck auf die Bewegungslinke, also der Strömung in der Linkspartei selber aufzubauen, nicht einfach nur Vorschläge für gemeinsame Aktionen machen sollte. Es braucht auch eine grundlegende Kritik an der reformistischen Strategie, die sie selber haben, um so einen Bruch überhaupt erst erzeugen zu können. Und das führt uns zusammen jetzt eigentlich zur letzten Frage. Was bedeutet das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich ganz praktisch? Was sollten RevolutionärInnen innerhalb und außerhalb der Linkspartei tun, um die aktuellen Chancen des Klassenkampfes zu nutzen? Das erste ist eigentlich recht offensichtlich. Da geht es eigentlich darum, dass die kämpferischen Elemente in konkreten Kampagnen aktiv werden müssen. Beispielsweise haben auf dem Bundesparteitag der Linkspartei 43% gegen den Leitantrag des Bundesvorstandes gestimmt und für eine eindeutigere NATO-Ablehnungspolitik eingetreten. Und es muss unsere Aufgabe sein, diese Kräfte eigentlich anzusprechen und in Aktivität zu den wichtigsten Themen des Klassenkampfes zu ziehen. Das heißt, wir brauchen eine internationalistische Antikrisenbewegung, die weder Putin noch NATO unterstützt und sich gleichzeitig gegen die aktuellen Preissteigerungen wehrt. Wie beispielsweise der Streiks der HafenarbeiterInnen, die in so einer Bewegung auch unterstützt werden sollten, und aber zeitgleich auch als Vorlage für eine Kampagne für die gesamte Klasse eintreten kann, mit Forderungen wie Lohnangleich an die Inflation, Öffnung der Geschäftsbücher oder dem Preisstopp durch ArbeiterInnenkontrolle. Da würden wir auf jeden Fall zustimmen, dass das sehr zentrale Forderungen in der kommenden Zeit sind. Genau. Der zweite Punkt ist eigentlich die Formierung um ein revolutionäres Aktionsprogramm. Weil Kampagnen und einzelne Forderungen an sich nicht ausreichen, um die reformistische bürokratische Parteiführung an sich herauszuführen. Das liegt daran, dass in der aktuellen Periode des Klassenkampfes beispielsweise ökologische Krise oder die Preissteigerung mit der Eigentumsfrage und der Neuordnung der Gesellschaft selbst verbunden sind. Und wer andere Leute überzeugen möchte und eine ernsthafte Alternative darstellen will, der braucht auch Antworten darauf. Kurzum, es braucht eigentlich ein Programm mit einem System von Übergangsforderungen, das eine Brücke von den Kämpfen im Hier und Jetzt auf die aktuellen Angriffe, die es gibt, nimmt und mit dem für eine sozialistische revolutionäre Umwälzung verbindet. Und es dient dazu, das überhaupt sichtbar zu machen, dass es einen Gegenentwurf zu dem Erfurter Programm und dieser Transformationsstrategie überhaupt gibt,
so als Alternative zum Regierungssozialismus oder dem Linkspopulismus von Wagenknecht sowieso. Und genau diese Aufgaben haben es eigentlich die Linken in der Linkspartei bisher nicht gestellt. So, die Bewegungslinke macht eigentlich so ein bisschen aus der Not eine Tugend, dass sie kein eigenes Programm haben. Aber auch die AKL und die treibenden Kräfte hinter dieser haben sich dieser Aufgabe bisher nur halbherzig gestellt. Genau. Und der dritte Punkt ist, dass es ganz eigentlich nur Sinn macht, wenn man es zur Vorbereitung eines Bruchs führt oder sich bewusst ist, dass es so eine Auseinandersetzung zum Bruch kommt. So, in dem Wissen, dass die Differenzen einfach zu festgefahren sind, muss der linke Flügel eigentlich einen offenen Fraktionskampf führen, statt einzeln unabhängig voneinander auszutreten, weil man frustriert ist. Das ist wichtig, um das Bewusstsein und die politische Ausrichtung zu klären für beispielsweise GenossInnen, die bisher nur das politische Leben in passiven reformistischen Parteien kennen. Und auch, um auf eine Zukunft nach der Linkspartei vorzubereiten. Und es ist notwendig, dass dieser Kampf geführt wird, um mehr Leute zu erreichen und auf der anderen Seite das sinkende Schiff nicht mit einer Niederlage zu verlassen, sondern zu zeigen, was genau in der aktuellen Situation getan werden muss, anstatt dem Traum von Rot-Rot-Grün hinterherzulaufen. Und das abwarten und darauf hoffen, dass sich was ändert, wird in der Linkspartei allein nichts zum Besseren bewegen. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Es braucht also ganz klar eine inhaltliche Konfrontation, wo man sagt, die Partei braucht eine Massenkampagne gegen die Inflation. Sie muss Forderungen nach ArbeiterInnenkontrolle aufstellen und die Debatten um die Haustürwahlkämpfe werden die Partei auf jeden Fall nicht retten. Genau. Und für RevolutionärInnen außerhalb der Linkspartei, die müssen solche Bestrebungen aktiv unterstützen und vorantreiben, beispielsweise indem man auch eine Antikrisenbewegung mit aufbaut und das Ziel hat, die Organisation der Arbeiterinnenklasse mit in Bewegung zu zwingen. Ja, weil es nicht sein kann, dass die Gewerkschaften einfach stumm und passiv ihre einzelnen Sachen machen, die Kämpfe ausverkaufen und nicht das Problem insgesamt als ein politisches verstehen. Genau. Und es braucht auch in solchen Bündnissen ein Bewusstsein dafür, dass der Reformismus die vorherrschende Ideologie innerhalb der Arbeiterinnenklasse ist, um sich Gedanken zu machen, welche Taktiken benutzen wir, um die Dominanz dessen zu brechen. Genau. Und der letzte Punkt ist, dass so eine Antikrisenbewegung auch die Grundlage sein kann für gemeinsame programmatische Diskussionen. Ich habe vorhin skizziert, warum wir glauben, dass das wichtig und sinnvoll ist. Und es gibt eine ganze Menge Fragen, glaube ich, die uns auch zusammen voranbringen können, wie beispielsweise die Charakterisierung der Gewerkschaftsbürokratie oder den Kampf des Reformismus, auch eine Debatte über die Taktik der Wahlfronten und vor allen Dingen dem des Verständnis des Imperialismus als Gesellschaftsepoche mit all seinen Playern. Warum ist beides nochmal notwendig? Es ist wichtig, zentrale Differenzen zu diskutieren und zu überwinden, denn anders kann eine revolutionäre Einheit nicht entstehen. Und dann wäre es auch nur eine linke Auflage von Projekten wie der interventionistischen Linken. Dabei sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das nicht das ist, was wir brauchen. Wir brauchen eine revolutionäre Partei der Arbeiterinnenklasse, die Kämpfe initiiert und führt. Genau. Und in diesem Sinne freue ich mich auch auf einen heißen Herbst mit euch. Und es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, danke schön für deinen super interessanten Beitrag. Genau, wir machen jetzt weiter und es wird am Ende auch die Möglichkeit geben, Nachfragen zu stellen, eigene kurze Beiträge zu machen, das wollte ich nochmal kurz ankündigen. Ich würde das Wort an Daniel geben. Ihr beide habt jetzt ungefähr 15 Minuten geredet. Wenn genau du darüber gehst oder so, gebe ich dir ein Zeichen, dann weißt du auch, dass du ungefähr da bist. Genau.
Ja, ich werde versuchen, das vielleicht auch ein bisschen kürzer zu machen, weil ich ja auch vieles vielleicht nicht wiederholen muss, was andere schon gesagt haben. Ich würde tatsächlich so ein bisschen bei dem letzten Stichpunkt ansetzen, die revolutionäre Einheit, die angesprochen wurde, oder die Frage, ja, wie, also was macht es mit uns, dass wir in verschiedenen kleinen revolutionären Organisationen sind, und gibt es vielleicht auch Hoffnung und Wege, das zu überwinden und da ein Stück voranzukommen? Also insofern bin ich jetzt gar nicht so sehr auf der inhaltlich programmatischen Ebene. Die Diskussionen sind auch super wichtig und müssen geführt werden. Aber ich wollte, ja, also habe sozusagen ein bisschen was anderes vorbereitet. Also werde euch nicht aus unserer Sicht auch nochmal erzählen, warum das Elend des Kapitalismus, die aktuellen Krisen, die ja eine proletarische Revolution absolut dringlich machen. Da ich davon ausgehe, dass wir uns hier auf dem Sommercamp von der Revolutionären Internationalistischen Organisation einig sind über solche Fragen. Und ich will auch nicht stärker auf die Krise der Linkspartei eingehen, denn ich denke, auch da sind wir uns weitgehend einig, dass diese Krise in ihrem reformistischen, elektoralistischen und auf Regierungsbeteiligung ausgerichteten Wesen begründet ist. Wir als RSO haben nie versucht, als Teil der Linkspartei diese nach links zu drücken oder von außen irgendwie die Linkspartei nach links zu drücken, sondern oder innerhalb der Linkspartei eine revolutionäre Strömung aufzubauen, sondern waren immer der Meinung, dass eine unabhängige revolutionäre Kraft außerhalb der Linkspartei eine notwendige Perspektive ist und dass es auch wichtig ist, dass man versucht, die aufzubauen und zu schaffen, um Leuten, die innerhalb der Linkspartei nach Alternativen suchen, auch auf der organisatorischen Ebene was anbieten zu können. Und ich denke, dass sich mit den Entwicklungen der letzten Jahre und vor allen Dingen Monate, also der sogenannten Zeitenwende, die ja schon angesprochen wurde, eine Sache verändert, nämlich ein bisschen der Zeithorizont, in dem wir denken sollten. Wir als RSO haben, glaube ich, nicht den Fehler, schnell revolutionäre Situationen herbeizureden. Und ich würde auch nicht von einer revolutionären Situation in Deutschland sprechen heutzutage. Niemand von uns hat eine Kristallkugel, um zu wissen, wann wir in Deutschland die Chance zu einer hoffentlich erfolgreichen Revolution bekommen werden. Aber die Herausforderungen und die Anforderungen an uns als revolutionäre Linke, die nehmen auf jeden Fall zu, angesichts der Verschärfung der imperialistischen Widersprüche, der Kriegstreiberei, angesichts der Klimakrise, angesichts der Angriffe auf den Lebensstandard der Massen, der heute vor allem durch die Inflation massiv abgesenkt wird. Und also zumindest ich kann für mich sagen, in der Vergangenheit habe ich mir oft gesagt, okay, die verschiedenen revolutionären Organisationen, von denen manche hier vertreten sind, nicht alle, machen bei allen Differenzen jede für sich Vorbereitungsarbeit für die revolutionäre Partei, die irgendwann in der Zukunft entstehen muss, wenn die Bedingungen dafür mal herangereift sein werden. Und insofern konnten wir irgendwie mit der bestehenden Zersplitterung leben, die selbstverständlich politische Gründe in den Unterschieden unserer Strömungen hat, in unterschiedlichen Interpretationen verschiedener Ereignisse, in der strategischen Ausrichtung, oft aber auch in taktischen Fragen der Herangehensweise oder auch nur der Schwerpunktsetzung. Was findet man jetzt gerade wichtiger, welche Interventionsfelder? War für die Vergangenheit oder bisher das so, dass man sagen konnte, okay, das ist der Zustand und wir müssen mal gucken, wann sich daran konkret was ändern lässt. Und ich glaube, das ist das, was mit der Zeitenwende jetzt auch tatsächlich uns vor eine andere Herausforderung stellt, dass ich denke, wir müssen diese Fragen sehr viel ernsthafter angehen und sehr viel ernsthafter versuchen, auch diese Zersplitterung zu überwinden. Denn ich denke, dass sich mit den Herausforderungen, die vor uns stehen, das Fehlen einer revolutionären Partei der Arbeiterinnenklasse noch viel stärker bemerkbar machen wird als bisher. Sodass wir jetzt die alte Aufgabe, zum Aufbau dieser zukünftigen Partei beizutragen, uns etwas neu stellen oder mit anderen Augen betrachten müssen. Was meine ich, wenn ich revolutionäre Partei sage? Wir haben natürlich alle den Anspruch, revolutionär zu sein. Wir sind auch alle organisiert. Also was ist sozusagen der qualitative Unterschied zu einer revolutionären Partei der Arbeiterinnenklasse? Ich glaube, der qualitative Unterschied ist vor allen Dingen ein Größenunterschied, ein Unterschied, der es möglich macht, wirklich in den Klassenkampf
nicht nur zu intervenieren, sondern auch eine entscheidende Rolle im Klassenkampf spielen zu können. Wenn zum Beispiel jetzt so ein Streik wie der Hafenarbeiterinnenstreik stattfindet, dass man nicht nur, das können wir alle jetzt schon machen, Solidaritätserklärungen, Solidaritätskampagnen machen und in Diskussionen kommen und Vorschläge machen können, sondern dass wir in der Lage, also dass wir eine Organisation haben, die eine genügende Verankerung in verschiedenen Bereichen der Arbeiterinnenklasse haben, dass tatsächlich eine revolutionäre Partei selber auch bei der Lufthansa, in den Metallbetrieben, in den verschiedenen großen Betrieben organisierte Kerne, revolutionäre Betriebsgruppen hat, die dann sozusagen das aufnehmen können. Und sobald sozusagen irgendwo der Kampf gegen die Gewerkschaftsbürokratie, die ja der Haupthemmschuh für entschiedenere und erfolgreichere Klassenkämpfe ist, aufgenommen wird, das dann tatsächlich auch mit vereinten Kräften gemacht werden kann. Also ich glaube, es ist vor allen Dingen sozusagen eine Frage, einen entscheidenden Sprung in der Größe der Verankerung revolutionärer Ideen innerhalb der Klasse hinzubekommen. Und dazu glaube ich, dass eine engere Zusammenarbeit der bestehenden revolutionären Organisationen hilfreich sein kann, da ich nicht glaube, dass eine der vorhandenen Organisationen das sozusagen alleine aus eigener Kraft schaffen kann. Und auch wenn es darum geht, jetzt in größerem Umfang Menschen eine Perspektive zu bieten, die vielleicht ihre Illusionen in die Linkspartei verlieren und sich nach einer Alternative umsehen, ist eben die Frage, was sehen Sie als organisatorische Alternative? Sehen Sie eine relativ zersplitterte Landschaft radikaler linker Kleingruppen, wo Sie sich erstmal die Frage stellen müssen, welcher würden wir uns denn dann anschließen und können die wirklich was erreichen? Und wir sind jetzt in der Linkspartei, die ist irgendwie groß, okay, die reißt auch nicht viel, eigentlich gar nichts, aber irgendwie haben wir wirklich eine Perspektive, wenn wir uns jetzt der RSO oder Rio oder der GAM anschließen. Also ich glaube, auch da wäre es hilfreich, wenn wir als revolutionärer Pol breiter erkennbar wären und sozusagen etwas anderes Bild abgeben würden. Und das heißt, dass wir dabei aber nicht die Gründe unter den Teppich kehren dürfen, die bislang verhindert haben, dass wir alle gemeinsam organisiert sind. Sonst landen wir da, wie Jacqueline schon gesagt hat, bei so einem Projekt wie der IL, wo dann auch alle in unterschiedliche Richtungen zerren, sondern die programmatischen oder strategischen Diskussionen und Überlegungen, die du auch eingefordert hast, die müssen auch geführt werden. Genau, also wir dürfen nicht von den Unterschieden unter den Teppich kehren, aber sollten trotzdem uns überlegen, mit welcher Haltung wir da rangehen sollten, um in solchen Diskussionen voranzukommen. Und ich will mal ganz kurz in Erinnerung rufen, einen Brief, den wir als RSO vor einem guten Jahr geschrieben haben, auch an die, also mit Ausnahme von Solid, euch hatten wir nicht auf dem Schirm damals, Solid Nord-Berlin, aber an die anderen Organisationen hier hatten wir einen Brief geschrieben, wo wir damals formuliert hatten, ich zitiere jetzt Auszüge, wir als RSO denken, dass es sich lohnt, eine bessere Zusammenarbeit der Revolutionären anzustreben, einerseits um angesichts der aktuellen Krisen und den schon erfolgenden, vor allem aber noch erwartbaren Angriffen auf die Arbeiterinnenklasse eine hörbare, wahrnehmbare, antikapitalistische und revolutionäre Perspektive entgegenzusetzen. Dann der Punkt, dass sich eine neue Generation politisiert in sozialen Bewegungen wie der Klimabewegung, feministischen Kämpfen, antirassistischen, antifaschistischen Kämpfen und es wichtig ist, diese Generation nicht den Sackgassen reformistischer Apparate und Strömungen zu überlassen. Und auch da eben die Idee, wenn die revolutionäre Linke geeinter auftreten könnte, als gemeinsamer Pol wahrnehmbar wäre, so könnte uns das alles sehr viel besser gelingen, als wenn wir das jeweils auf uns allein gestellt versuchen. Und es waren unter anderem auch die Erfahrungen innerhalb der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, VKG, wo auch mehrere der hier vertretenen Gruppen zusammenarbeiten, die uns optimistisch gestimmt haben, dass ein konstruktiver und von gegenseitigem Respekt getragener Diskussionsprozess möglich ist, der von allen Beteiligten als sinnvoll und bereichernd wahrgenommen wird. Wir hatten damals sozusagen den Vorschlag gemacht, dass man zu so einer vertieften
einem vertieften Austauschprozess irgendwie organisiert angeht, nicht um sich sofort irgendwie zusammenzuschließen und eine gemeinsame Organisation zu bilden, die dann ja, sozusagen nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus, den wir uns alle für die zukünftige Partei als notwendig erachten, sozusagen von jetzt auf sofort ja, versuchen, an einem Strang zu ziehen, weil dazu sind, glaube ich, die vorhandenen Differenzen und Unterschiede zu groß. Aber ich glaube, dass es, also was uns vorschwebt, ist eine Art dauerhaftes Bündnis. Also hier war auch schon die Idee aufgekommen oder aufgebracht worden, eben auch auf Wahlebene Bündnisse anzustreben. Wir haben jetzt auch seit diesem Jahr und seit dem Überfall Putins auf die Ukraine und die Zeitenwende von Olaf Scholz und die Aufrüstung unseres Imperialismus das Antikriegsbündnis, wo wir zusammenarbeiten. Also ich glaube, das ist sozusagen neben der VKG ein weiterer ja, Schritt in die richtige Richtung. Dass wir also versuchen, diese Prozesse so weiterzuführen, dass wir vor allen Dingen den Austausch und das gegenseitige Kennenlernen und auch das Aufbauen von Vertrauen stärken der verschiedenen Organisationen. Denn dieses, ja, letztendlich sind wir seit, also in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, als nebeneinander bestehende revolutionäre Organisationen in einer gewissen de facto Konkurrenzsituation gewesen oder auch heute noch. Und natürlich gibt es dafür eben ja, politische Gründe und historisch gewachsene Gründe, auf die ich jetzt aufgrund der Länge des Beitrags nicht eingehen kann. Aber das kann auch ja, manchmal zu gewissen sektiererischen Deformationen führen. Und das sage ich, weil auch wir als RSO nicht davon frei sind, auch wenn wir uns bemühen, davon frei zu sein. Und das führt dann vielleicht manchmal dazu, dass man eher sozusagen die Schwachpunkte bei den anderen Organisationen sucht und sich vielleicht sogar freut, wenn man einen gefunden hat, weil man dann umso mehr stolz darauf ist, in der wirklich guten und richtigen revolutionären Organisation zu sein. Natürlich ist es wichtig, auch sich klarzumachen, was sind die Differenzen und warum habe ich andere Positionen. Aber ich glaube, dass es trotzdem auch super wichtig ist, zu gucken, was kann man von anderen lernen und was kann man vor allen Dingen auch, wie kann der Austausch mit anderen revolutionären Organisationen einen bereichern, auch ohne dass man einig sein muss in Bezug auf die, ja, die jeweilige programmatische Forderung oder das, was wir als nächsten Schritt unternehmen wollen. Das heißt also, dass der vertiefte Austausch und der Diskussionsprozess tatsächlich Dinge voranbringen können, uns alle meiner Meinung nach bereichern können, gerade auch, weil wir ja alle eine sehr begrenzte Oberfläche haben, also unterschiedliche Reichweiten, aber sozusagen den unmittelbaren Kontakt, die Verankerung in sozialen Bewegungen, in Betrieben, da haben wir unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und wenn wir da, oder auch die Herangehensweise an die Linkspartei, da unterscheiden wir uns auch relativ stark zwischen den revolutionären Organisationen, die in der Linkspartei aktiv sind, denen, die außerhalb der Linkspartei aktiv sind. Aber wenn wir diese verschiedenen Erfahrungen, die wir alle machen, tatsächlich solidarisch miteinander diskutieren und versuchen, aus diesen Erfahrungen wirklich alles mitzunehmen, was man daraus mitnehmen kann, selbst wenn wir nicht einig sind, dann ist das, glaube ich, schon der erste Schritt hin, auch zu erkennen oder sozusagen wirklich die Differenzen klarer zu erkennen, aber auch bestimmte Chancen zu ergreifen, da wo es möglich ist. Dafür ist natürlich der Kontakt und solche Diskussionen wie heute Abend ja, die beste Gelegenheit. Und deswegen, ich stelle es ans Ende, nicht an den Anfang, bin ich also auch sehr dankbar für eure Einladung zu diesem Camp und dass ich hier heute auf dem Podium sitzen kann und freue mich noch auf eine spannende Diskussion. Danke auch Daniel. Ich gebe das Wort an Tim von der Zoll und dann einfach direkt an Tom von Zolle. Das genau, wird bestimmt auch mal interessanter. Vielleicht könnt ihr, auch noch interessant. genau, aber ich habe das gesagt, weil sowohl die Zoll als auch Zolle ja Teil der Linkspartei sind und das sozusagen uns ja auch nochmal so unterscheidet. Entschuldigung, anyways. Ja, danke für den Teaser, wird auf jeden Fall super interessant jetzt, könnt ihr euch schon mal festhalten.
Genau, Tim von der SOL, das ist kurz für Sozialistische Organisation Solidarität. Und ich stelle es an Anfang, nicht ans Ende, wie der Genosse gerade. Also danke für die Einladung nochmal. Super wichtig, dass wir uns auch im Sommer politisch weiterbringen, um diesen heißen Sommer in einen heißen Herbst zu überführen. Genau, zum Kapitalismus international wurde schon sehr viel gesagt, ist in der tiefsten Krise auf allen Ebenen der Gesellschaft, von Wirtschaft, Energie, Corona, Hunger, Klima, eigentlich überall geht es den Bach runter. Und was Jana gesagt hat, stimmt total in Bezug darauf, dass der Streik am Hafen undenkbar war. Wir müssen uns bereit machen, das vorher Undenkbare zu denken, weil wirklich alles möglich ist. Also wir sehen jetzt schon revolutionäre Erhebungen in Sri Lanka, die Möglichkeiten eines Putsches in Brasilien, Diskussionen über einen Generalstreik in Großbritannien und vieles mehr, was noch kommen wird. Und für uns heißt das, dass auf die Zeitenwende von Scholz die Zeitenwende im Klassenkampf kommen muss. Denn letztlich kann nur der revolutionäre Umsturz und die Errichtung einer sozialistischen Demokratie weltweit dieses kapitalistische Chaos lösen. Um den Verfall des Lebensstandards zu stoppen und um den anziehenden Klassenkampf von oben zu begegnen, ist, wie gesagt, ein heißer Herbst nötig, was hier schon besprochen wurde, aber auch in einigen anderen Ländern bereits diskutiert wird. Streikende Arbeiter in Großbritannien machen es auch vor, wie das gehen kann. Dort gab es in letzter Zeit einige Bereiche, die wirklich kämpferisch in Tarifrunden eingestiegen sind und tatsächlich Reallohnerhöhungen rausgeholt haben. Wie zum Beispiel MüllarbeiterInnen, die ein halbes Jahr gestreikt haben in Coventry in Großbritannien und 12,9% Lohnerhöhung rausbekommen haben, was mehr als der Inflationsausgleich ist. Und auch hier kommen Tarifrunden, wo alles getan werden muss, um nicht nur Löhne an die Inflation anzugleichen, sondern diese Erhöhung wirklich zu erkämpfen. Und dabei ist es zentral, dass Kämpfe zusammengeführt werden. Dennis hat vom Hafen berichtet, wo der Zusammenhalt am Hafen entstanden ist. Aber diesen Zusammenhalt brauchen wir in der gesamten Klasse, weil ja alle von Inflation, miesen Arbeitsbedingungen und Stress betroffen sind. Um Kämpfe zusammenzuführen, muss ganz dringend eine bundesweite gewerkschaftliche Kampagne gefahren werden, die in allen Betrieben und Gewerkschaftsgremien diskutiert wird. Eine bundesweite Konferenz müsste organisiert werden, wo diskutiert wird, wie gemeinsame Gegenwehr aussehen kann, was sowas wie die Koordinierung von Tarifauseinandersetzungen, gemeinsame Streikkundgebungen, so wie die Mobilisierung zu einer Großdemonstration gegen das Abwälzen der Krisenkosten auf die einfache Bevölkerung koordiniert werden muss. Ich glaube, einige Gedanken, die an die Masse der Menschen gebracht werden müsste, wären, dass die Preissteigerungen Ergebnis der kapitalistischen Krise sind und von der Profitgier der KapitalistInnen getrieben ist, dass es keine Lohnpreisspirale gibt und damit auch keinen Grund auf Verzicht. Und dass es normale Krisengewinner unter den Konzernen gibt und eigentlich genug Geld für alle. Zentrale Forderungen dabei könnten sein, wurden teilweise schon genannt, Preis- und Mietobergrenzen, deutliche Erhöhung und Anpassung von Löhnen, Renten und Sozialleistungen an die Inflationsraten, die höhere Besteuerung von Gewinnen und Vermögen, also die Umverteilung von oben nach unten. Und ja, wie es dann mit weitergehenden Forderungen aussieht, müsste man, glaube ich, schauen. Ich glaube, zunächst sollte die Latte aber nicht zu hoch gehangen werden, sondern möglichst versucht werden, wichtige Player, Gewerkschaften, linke Organisationen einzubeziehen, um tatsächlich breitere Teile der Klasse mobilisieren zu können. Diese Kampagne bräuchte natürlich auch eine politische Kraft, die die Bewegung vorantreibt und organisiert, weil es geradezu schreit nach sozialistischen Antworten momentan auf die verschiedenen Krisen und wie die arbeitende Klasse aus diesen herauskommen kann. Und ja, die linke Führung, und es wurde hier schon gesagt, hat das eine und das andere Mal versagt, irgendwelche Antworten zu geben. Zu keinem einzigen der drängenden Probleme hat sie irgendwelche brauchbaren Vorschläge gemacht, weder bezüglich Programmen noch bezüglich möglicher Widerstand. Während Corona war sie ein Anhängsel der Regierung und hat nur hier und dort ein paar Verbesserungsvorschläge irgendwie gemacht. Und das, während die Bundesregierung auf wirklich allen Ebenen versagt hat, Menschen basically außer Arbeiten alles verboten hat und den Konzernen Milliarden über Milliarden in Rachen geschmissen hat, die damit noch ihre Dividenden erhöht haben. Stattdessen hätte sie beispielsweise, also die Linke, erklären können, was eine sozialistische Regierung gemacht hätte. Das wäre schon zu Beginn der Pandemie, war ja absehbar, dass Masken und Impfstoff gebraucht werden und massiv produziert werden müssen, hätte sie beides frühzeitig in staatlicher Produktion vorbereiten können, anstatt dann plötzlich ohne irgendwas dazustehen und zu hoffen, dass der Markt das irgendwie regelt. Eine einmalige Reichenabgabe von 30% über der ersten Million hätte gefordert werden können, was locker dafür gereicht hätte, das zu bezahlen.
Über Lockdown bzw. Schließung oder Nichtschließung von Einrichtungen hätten die KollegInnen und Betroffenen demokratisch von unten entscheiden sollen und diskutieren können, wo es Sinn macht, was zu schließen oder wo vielleicht sicher die Produktion weitergeführt werden kann. Was jetzt nur so ein paar Forderungen zum Corona-Programm wären, gibt es sicherlich noch sehr viele weitere, die eine sozialistische Regierung gemacht hätte und die Linke hätte fordern müssen. Auch in Bezug auf den Krieg sind viele der prominenten Gestalten umgefallen der Linken und haben ihre Position zur NATO und Sanktionen fallen gelassen. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte, er sei gegen Waffen, es sei denn, er werde jetzt in der konkreten Situation konkret gefragt. Ist bei ihm wenig überraschend, er ist ja auch für linke Politik, außer wenn man ihn konkret welche machen lassen würde als Ministerpräsident. Also da hat sich auch qualitativ überhaupt nichts verändert und vermutlich wäre er in der CDU besser aufgehoben als in der Linken. Aber genau, was stattdessen hätte stattfinden müssen, ist, dass die Linke klar auf den Klassencharakter dieses Krieges hinweist, dass er Ausdruck ist der Widersprüche zwischen den Großmächten, die beide in der Ukraine nur ihren Einfluss und ihre Absatzmärkte ausbauen wollen und dass nur die Solidarität der Arbeitenden und Armen über Ländergrenzen weg von unten den Krieg beenden kann, nicht aber bürgerliche Institutionen wie die UNO oder gar Waffenexporte. Grundsätzlich muss man also sagen, die Politik der Führung der Linken hat nichts mit sozialistischer Politik, einer Klassenposition und auch nicht einmal was mit radikalem Reformismus zu tun. Statt den Widerstand auf der Straße und in den Betrieben voranzutreiben, orientiert insbesondere rechte Flügel, wie zum Beispiel der Fraktionsvorsitzende Dietmar Barth, auf Parlamentarismus und die Anbiederung an bürgerliche Parteien wie SPD und Grüne, gibt ihnen damit noch einen linken Anstrich, statt schonungslos ihre neoliberale und menschenfeindliche Politik bloßzulegen. Menschen wie Klaus Lederer, hohes Tier in der Linkspartei in Berlin und Kultursenator machen das noch so ein bisschen geschickter, aber auch er stand trotzdem, als letztes Jahr die Krankenhausbeschäftigten in ihrem heroischen Streik in Berlin durchgeführt haben, nicht am Streikposten, sondern hat nette Grüße von der Regierungsbank ausgerichtet. Und ich glaube, all diese Menschen, die ich gerade erwähnt habe, haben in der linken Partei absolut nichts zu suchen. Und das trifft leider zum Teil auch auf Parteilinke wie die Parteivorsitzende Janine Wissler zu oder die Strömung der Bewegungslinken, zu der wurde schon was gesagt. Ihre Politik unterscheidet sich davon auch nicht grundlegend. Wissler war bereit, ein paar Wochen vor der Bundestagswahl das Parteiprogramm für ein vollkommen reformistisches und unzureichendes 10-Punkte-Programm über Bord zu werfen, um in die Regierung zu kommen, was mit Parteidemokratie sehr wenig zu tun hat. Genau, die Bewegungslinke, ne, seit einiger Zeit eine Mehrheit im Parteivorstand, hat sich auch nichts geändert, haben sogar noch eine Regierungsbeteiligung im Westen eingeführt. Und damit bestätigt sich auch leider, wovor wir seit Jahren gewarnt haben, und zwar, dass das Mitspielen im System und insbesondere die Regierungsbeteiligung die Partei Die Linke an die Wand fahren. Eine linke Partei muss einen Gebrauchswert haben für Proteste und Streiks. Wenn sie diesen nicht hat, geht sie unter, was wir jetzt sehen. Dabei müssen wir aber auch ehrlich sagen, das hat auch mit der Schwäche der linken Strömung zu tun innerhalb der Linken, wie zum Beispiel der AKL, der antikapitalistischen Linken, die es nicht geschafft hat, wirklich Antworten zu geben. Und damit bestätigt sich leider auch unsere Hoffnung nicht, die wir in der Vergangenheit hatten, dass sich ein linker Flügel in der Partei in einem Spaltungsprozess als neuer linker Ansatz für eine sozialistische Massenarbeiternpartei ablösen würde und diesen bilden würde. Das heißt, die Schaffung einer sozialistischen Massenarbeiterinnenpartei bleibt dringend nötig. Ist die Frage, was ist die Folgerung daraus? Und ich glaube nicht, dass die Folgerung daraus sein kann, dass 5 kleine trotzkistische Gruppen einfach eine neue ausrufen oder ein Wahlbündnis, weil ein solches Projekt zum Scheitern verurteilen wird, weil man sich von den Massen isoliert, die noch nicht alle Schlussfolgerungen von diesen ganzen Prozessen gezogen haben. Und ich glaube, das sehen wir selbst in Chile oder Sri Lanka, dass sich das Bewusstsein nicht einfach über Nacht verändert hat, obwohl es da wirklich krasse Revolten gibt, sondern im Gegenteil, in Chile herrscht eine massive Antiparteienstimmung und Anti-Organisationsstimmung. Es ist für Linke überhaupt nicht leichter, gerade aufzubauen. Und ich glaube, Frankreich wurde erwähnt, ich glaube, da zeigt sich recht deutlich, wohin dieser Meinung nach ultralinke Ansatz führt. Weil es gab die Präsidentschaftswahl, wo es eine massive Polarisierung gab, eine gesellschaftliche, wo man auf der Linken den Mélenchon hatte und auf der Rechten den vorherigen Präsidenten Macron, wo es so war, dass wenn Mélenchon in die zweite Runde gekommen wäre, in die Stichwahl gegen Macron, hätte er gegen diesen gewonnen. Weil Macron als neoliberaler Politiker, der Arbeitsrechte eingeschränkt hat, Kürzungen durchgeführt hat etc., krass verhasst war. Und ja, Mélenchon ist kein Revolutionär, geschweige denn Sozialist, er ist höchstens linker Reformist.
Und er will auch keine demokratische Mitgliederpartei aufbauen, sondern eine Wahlmaschine für sich. Aber es geht gar nicht um Mélenchon und was er für ein Programm selber vertritt, sondern es geht um das, was er ausdrückt. Und zwar die linke Seite der Polarisierung und die Hoffnung von 10.000 und dann mehr, also 100.000 Millionen auf soziale Verbesserungen. Und statt diesen kritisch, und ich betone kritisch, zu unterstützen, haben, wie schon erwähnt wurde, ja trotzkistische und linke Gruppen lieber ihre eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt, die absolut keine Chance hatten zu gewinnen und dadurch Macron faktisch verhindert. Bei ihm fehlte nur 1,2%, um in die zweite Runde zu kommen, was weniger ist, als die linken KandidatInnen zusammengekriegt haben. Und dass er verloren hat, hat der Arbeiterklasse absolut nichts gebracht, außer Lähmung und Enttäuschung. Und ja, auch hätte er gewonnen, dann wäre nicht der Sozialismus erreicht, aber es hätte massive Erwartungen seitens der Arbeiterklasse gegeben, tatsächlich Verbesserungen durchzusetzen und man wäre in einer viel besseren Ausgangslage für den Klassenkampf mit einem Macron, mit einem Mélenchon in der Regierung, als mit einem neoliberalen Macron. Was die eine Sache ist, ich glaube, die andere Sache ist aber, dass man sich durch diese Methode total ins Abseits von den sich politisierenden Massen stellt, weil tatsächlich in den letzten Monaten zehntausende Jugendliche sich politisiert haben und in diese Wahlkämpfe eingegriffen haben. Und das sind nicht alles revolutionäre, fertige SozialistInnen, aber linke Menschen, von denen sicherlich viele offen sind für weitergehende sozialistische Ideen. Die Schwesterorganisation der Sol, Gauche Révolutionnaire, hat das anders gemacht. Und statt am Rand zu stehen und mit der roten Fahne zu winken, hat sie den Dialog mit diesen Menschen gesucht und zusammen gekämpft. Hat mit ihnen darüber diskutiert, wie kann man für soziale Forderungen Verbesserungen kämpfen, dass man den Kapitalismus überwinden muss und so weiter. Haben sich aber dabei auch nie versteckt, sondern sind immer offen als SozialistInnen angetreten und haben natürlich auch Mélenchon politisch kritisiert für seine Unzulänglichkeiten. Und ich glaube, es wurde auch viel über Gewerkschaftsbürokratie gesprochen. Ich glaube, da gilt das Gleiche. Weil die meisten Streikenden orientieren sich erstmal an ihren gewerkschaftlichen Organisationen, die sie kennen, treten erstmal rein und dann einfach dahin zu gehen und zu sagen, ja, die Gewerkschaft ist alles scheiße und bürokratisch, ne, das stimmt, dass die Führung so ist, aber damit erreichst du die Leute nicht, die das noch nicht verstanden haben. So. Sondern diese Erfahrung müssen sie erstmal selber machen und dabei ist es besser, wenn wir als revolutionäre SozialistInnen sie dabei begleiten, sie solidarisch unterstützen, aber auch mal versuchen zu warnen vor den Unzulänglichkeiten der Gewerkschaftsbürokratie. Es bleibt total richtig, was Jana gesagt hat, die Gewerkschaften müssen von unten aufgeräumt werden, was wahrscheinlich dann nur dadurch geschehen kann, dass es nicht nur einen Hafenstreik gibt, sondern ganz viele Häfen und ganz viele Streiks in ganz Deutschland, wo die Menschen lernen, was wirklich nötig ist, um zu gewinnen. Ja, um zum Ende zu kommen, die Idee einer sozialistischen Massenarbeiterinnenpartei, wie auch Kämpfergewerkschaften, bleibt zentral für uns. Und wir müssen diese Ideen davon in den kommenden Klassenkämpfen, in Bewegungen etc. müssen wir uns für die Schaffung von solchen einsetzen. Das kann auch heißen, dass wir erstmal lokal in Wahlbündnisse eingreifen, die entstehen, die das Potenzial haben, aber tatsächlich breitere Teile der Klasse zu erreichen. Genau, bis es die gibt, müssen wir weiter auch die revolutionären Kräfte aufbauen und wo es Sinn macht, ne, auch in der Einheitsfront zusammenarbeiten. Sicher ist, der internationale Klassenkampf wird anziehen, und früher oder später wird auch in Deutschland wieder Kampf auf der Tagesordnung stehen. Also der Kampf geht weiter. Vielen Dank. So, ich hoffe, ich mache auch interessant weiter. Genau, ich möchte auch ein bisschen über die Linkspartei sprechen, aus der Perspektive von uns Revolutionären in der Solid. Genau, da ist, glaube ich, wichtig über, oder es gibt viel zu erzählen. Das letzte Jahr der Linkspartei war katastrophal. Also ich glaube, da könnte ich so viel reden wie alle anderen zusammen drüber, aber ich möchte es trotzdem möglichst kurz halten. Ich glaube, ein wichtiger Punkt war die Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl hat sich schon abgezeichnet, dass der Linkspartei ausschließlich darum ging, Regierungsfähigkeit zu beweisen. Es ging nicht darum, irgendwie einen sozialistischen Kampf zu führen oder irgendwie was in der Richtung, sondern das zentrale Ziel der Linkspartei war, sich vor SPD und Grünen zu beweisen. Das hat man zum Beispiel auch daran gesehen, die Nichtablehnung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan. Es gibt die Linkspartei hat vor der Bundestagswahl ihre klare Ablehnung der NATO oder ihre Ablehnung der NATO komplett abgeräumt. Genau, und die Konsequenzen davon sieht man jetzt in ihrer Antikriegspolitik. Die Antikriegspolitik jetzt der Linkspartei ist extrem opportunistisch gegenüber dem deutschen Imperialismus.
beim letzten Bundesparteitag der Linkspartei wurde der Sanktionspolitik der BRD zugestimmt. Gleichzeitig zum im Prinzip Zustimmung oder zum Opportunismus gegenüber dem BRD-Imperialismus gibt es kein Angebot zur Mobilisierung im Kampf gegen die Inflation. Das muss man sich eigentlich auch mal irgendwie vorstellen. Die Linkspartei hat da nur auf der Karte bessere Verwaltung des bürgerlichen Staats zu machen, aber irgendwie dagegen zu mobilisieren wird gar nicht erst drüber nachgedacht. Ich habe zwei eigentlich sehr absurde Beispiele dazu auch rausgesucht, also wie die Linkspartei aktuell für sich wirbt. Eins war neulich, dass ein großes Ding der Linkspartei ist ja der Verwaltungstrick der Übergewinnsteuer. Und da werben sie für sich, indem sie sagen, ja, das ist alles gar nicht, das könnt ihr ruhig mit uns machen, das ist überhaupt nicht gefährlich. Margaret Thatcher zum Beispiel wollte es auch, also wählt uns Sozialistin. 1a. Dann, der zweite Punkt ist, Klaus Lederer spricht, was ja gar nicht mal so schlecht ist, die Verstaatlichung von Energiewirtschaft an, aber natürlich nur über den bürokratischen Weg der Regierungsbeteiligung und indem man die Linkspartei wählt und dass das super funktioniert, irgendwie wichtige Schlüsselbereiche der Wirtschaft zu verstaatlichen mit Regierungsbeteiligung der Linkspartei, sieht man ja auch aktuell an Deutsche Wohnung und Eignen, also ja, 1a Politik dazu, also wie man sieht, der Linkspartei ist überhaupt nicht zu vertrauen und in ihrer Antikriegspolitik und sie macht de facto halt eben keine, außer eben eine zukünftige Regierungsbeteiligung irgendwie positiv darstellen zu wollen. Genau, und der zweite zentrale Punkt, der auch viel diskutiert wurde, über den man an dieser Stelle sprechen sollte, ist, denke ich, linke MeToo. Es gab massenhaft sexualisierte Gewalt in der Linkspartei, wo es, denke ich, zwei sehr wichtige Aspekte gibt. Zum einen denke ich, dass die bürokratische Organisationsform der Linkspartei eine systematische Aufklärung verhindert. Also der Bürokratie geht es darum, ihre Posten im Apparat zu sichern und dadurch decken sie sich gegenseitig systematisch und bringen da ihre Schäfchen ins Trockene und sorgen explizit dafür, dass es keine Aufklärung sexualisierter Gewalt gibt. Wo es unabhängige Untersuchungskommissionen bräuchte und selbstorganisierte Untersuchungskommission bräuchte. Genau, und der viel wichtigere Punkt noch, das Programm der Linkspartei ist überhaupt nicht richtig feministisch und hat keine feministische Zuspitzung. Also das Programm der Linkspartei ist nur darauf aufgebaut, Regierungsbeteiligung und Staatsverwaltung zu machen, anstatt einen sozialistischen Kampf zur Vergesellschaftung von Reproduktionsarbeit hinzulegen. Also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich halt nicht nur auf die Form der Organisation zu beschränken, sondern auch zu schauen, hey, wie die Linkspartei programmatisch aufgestellt ist, legt sie schon die Basis für so ein antifeministisches Verhalten. Genau. Und interessant ist auch, es gab Versuch der Reaktion der Parteibürokratie auf dem letzten Bundesparteitag eben genau zu Linke MeToo. Und die haben zwei Angebote: einmal eine ExpertInnen-Kommission, die sexualisierte Gewalt aufklären soll und mit einer expliziten Absage an Selbstorganisationen dazu zur Aufklärung. Und das zweite Angebot dazu sind, dass es bürokratische Ausschlüsse von oben gibt. Das heißt, wenn es Vermutungen solcher Fälle gibt, sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, dass zum Beispiel der Bundesvorstand Landesvorstände zum Beispiel oder Kreisvorstände aus dem Amt erheben kann. Genau, also auch eine krass reaktionäre Politik dazu. Genau, und waren für mich die drei wichtigsten Beispiele, aber wie gesagt, ich könnte ewig darüber reden, Ausdrücke der generellen Strategie der Linkspartei, die nämlich ausschließlich auf Regierungsbeteiligung und Integration in den bürgerlichen Staat ausgelegt ist.
Genau, und das Wichtige dabei ist auch so, also ich habe jetzt gesagt, irgendwie das letzte Jahr war schlecht, aber das war jetzt irgendwie kein Zufall oder irgendwie, wo man sagen kann, Mensch, 2020 war ja viel besser oder so. Nee, das war die Strategie der Linkspartei von Anfang an. Also zu jedem Zeitpunkt war die Linkspartei in ihrer Existenz, in irgendeiner Regierungsbeteiligung, und sie hat sich einfach immer nur weiter und weiter in den bürgerlichen Staat rein integriert. Da wollte ich halt eben, also da ist es nämlich ganz, ganz wichtig, auch zu betonen, dass das von Anfang an auch der Fall war und dass es keine so beschworene von, ich sag mal, linkeren Teilen der Linkspartei keine Rückkehr zum Erfurter Programm geben kann und auch nicht geben sollte, sondern man braucht eine alternative Strategie. Und die Strategie, die wir als Fraktion in der Solid verfolgen, ist eine Strategie, oder was wir wollen, ist, dass eine Strategie, die aufkommenden Klassenkämpfe, die jetzt aufgrund der Inflation und der Krise entstehen, ins Zentrum stellen. Und vor allen Dingen politisieren und zum Beispiel mit feministischen Antikriegskämpfen zu verbinden. Ein zum Beispiel ganz zentraler Kampf sind da für uns auch die Hafenstreiks zum Beispiel. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Also eine kleine Anekdote dazu. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, zum Zeitpunkt der Streiks die drei Pläne oder so hintereinander einen relativ großen Teil darüber diskutiert, und es war total inspirierend. Deswegen finde ich auch richtig krass, jetzt mit Jana und Dennis mit euch hier zu sitzen. Haben natürlich dann auch die Berichterstattung verfolgt und gerade da die Forderung des Inflationsausgleichs und noch einen Aufschlag zum Reallohnerhöhung für alle Lohngruppen war total inspirierend. Und was ich als Anekdote dazu noch erzählen wollte, war, wir haben am Mittwoch wurde der Leitantrag auf der auf dem berlinweiten Plenum der Solid Berlin zur nächsten LVV vorgestellt, der ausgearbeitet wurde von unserer Berliner Bürokratie. Und da war mit keinem Wort überhaupt das Wort Gewerkschaft oder irgendwie Arbeitskampf oder so enthalten, geschweige denn die Hafenstreiks. Und ich finde, da sieht man, also da ist es halt auch nochmal richtig krass klar geworden, was für eine Orientierung dort eigentlich vorstellt oder vorherrscht oder was für eine Nicht-Orientierung. Genau, und betreibt man die Strategie, die ich gerade eben vorgeschlagen habe, auf eine revolutionäre Art und Weise und betreibt Politik, die direkt gegen den Staat gerichtet ist, dann steht die Linkspartei nicht nur strategisch, sondern tatsächlich auch relativ konkret direkt einem gegenüber. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass in Bremen, wo die Linkspartei in Regierungsverantwortung ist, dass ein landeseigenes Unternehmen gegen den Hafenstreik geklagt hat und die Friedenspflicht erzwungen hat, was auch eine echt katastrophale Bilanz ist, dass die Linksparteiregierung da einfach auf der anderen Seite der Barrikade steht. Was heißt das jetzt für uns? Wir als Revolutionäre in der Solid, wir werben dafür, mit einer von uns mitorganisierten Konferenz teilzunehmen, die im Winter stattfinden wird. Und das Ziel dieser Konferenz soll eine Bilanzierung der Linkspartei sein und vor allem konsequenterweise auch ein strategischer und auch ein organisatorischer Bruch mit der Politik der Linkspartei. Genau. Ja, da kann man schon mal klatschen, ja. noch kurz dazu gesagt, so, also wir haben natürlich auch Vorstellungen davon, was dann eigentlich passieren soll. Wir wollen als Konsequenz darauf eine unabhängige und antibürokratische Organisation der Arbeiterklasse aufbauen. Und was uns ganz, ganz sicher ist, so, wir wollen den Scheiß nicht wiederholen, wir wollen keine Linkspartei 2.0. Für uns ganz im Zentrum steht, wir wollen eine Organisation, die eben eine sozialistische Revolution gegen das Kapital organisieren kann. Ja.
danke auch Tim und Tom. Danke an dieser Stelle nochmal an alle, die bis jetzt schon geredet haben. Ich freue mich wirklich hier sehr, mit euch auf dem Podium zu sitzen. Ich fand das eine sehr interessante Runde. Ich weiß, dass es super dense war und dass es vielleicht irgendwie auch so klingt, als wären wir uns ja größtenteils und oder auch komplett einig oder so. Also stellt super gerne Nachfragen, Verständnisfragen, macht eigene Redebeiträge etc. Dafür müsst ihr nach vorne kommen. Ich mache die Redeliste und nehme euch dran. Moritz. Du heißt nicht Moritz, sorry. Nee, ich meinte nicht dich. Ich meinte dich hier vorne. Ja. Ja, Leon. Entschuldigung. Du musst hier hinkommen wegen dem Mikro. Wenn ihr nicht gefilmt werden wollt, dann müsst ihr das am Anfang sagen. Sonst gehen wir davon aus, okay. Hallo, ich bin Leon, auch von der Solid aus Effhain. Bei uns sind auch, glaube ich, einige Revolutionäre noch vorhanden oder wieder vorhanden, weil, um ehrlich zu sein, was sehr krass ist, dass die Fluktuation so der MitgliederInnen einfach so krass ist. Ich bin jetzt seit 8 Monaten dabei und es gibt 2 MitgliederInnen, die länger dabei sind. Und noch ein Mitglied, das einfach im Bundessprecherinnenrat ist. Und die meisten MitgliederInnen bei uns in der Basisorganisation kennen die Person nicht mal. Und das ist einfach sehr hart und ich wollte, weil hier doch sehr unterschiedliche Ansichten vorgetragen wurden, gerade hier von der Soll, wollte ich die Frage stellen, was ist denn eure Meinung dazu, dass man ja vielleicht doch die Linke von innen verändern sollte, so wie der Ansatz der Soll war? Dankeschön, ich will ein bisschen sammeln. Kai, Kaiju. Ja, aber damit alles verstehen, auch hinten, wäre es cool, wenn du... genau. Nee, ist okay. Okay, ja, sag auf Englisch und ich übersetze. Kannst filmen, aber bitte nicht an YouTube setzen. Okay, dann filme ich dich nicht. Yeah, I'll have to speak this in English because it's too complicated for me. So, well, first I would like to really congratulate the organization for this event because it was absolutely amazing, especially given what I'm about to say, and also for the success with the strike. And how that was achieved, if I understand correctly, was a very kind of innovative way of engaging with it and filming it and putting that on the internet. And what I think that it is absolutely essential for this whole thing is to do what all of you said, which is create an organization that whose sole objective is to further the cause of revolution for the working class. The whole issue here is that we cannot do that by being amateurs. And this point that we have discussed here, why is there a crisis in the left? There is no crisis in the left parties. The left parties of the electoral politics, they are doing exactly what they're supposed to be doing, which is representing the interests of the capitalist class. They are not in any crisis. They're doing well. They're doing their job. We still attain to our naive views that they would somehow form some kind of solution to our problems. And we know that for decades, if not centuries, that they are completely unable to do so. So it is a little bit despondent that we are here sitting and crying ourselves over, why is the left so horrible? While we know that what they do, especially here in Germany, you should know what a so-called left party will do to its leadership that actually defends the interests of the working class. You need to kill them and throw them in the river. So what I would need to urge us is also we could sit down and talk about the problems of the bourgeoisie for decades, but now there's a thing that gets the clock ticking, which is global climate change. We don't have centuries anymore to discuss all the problems, all the ways into capitalists put their foots in their mouths. We have there's a timestamp that is ticking fast. So what I would propose, it's not my proposal,
is the proposals that we see from the past. The comrade said really well that we should learn from the mistakes of the past, but we should also learn from the successes of the past. And the first thing that we need to do is to create a professional organization. It's the first thing that Lenin asked of the Russian revolutionaries. We have been amateurs so far, and we cannot continue to work and to actually engage in revolution by being amateurs. So I don't want to make this too long that I already have, but my call is to make a professional organization with full-time revolutionaries that allows for the division of labor, that allows for the specialization, an organization that will modernize itself so that we can use the modern tools such as video and the internet, so that we can learn computer programming instead of Hegel. Please do not read Hegel, but learn C++. That is way more useful. We should abandon our old symbols and our old language that do not touch anyone anymore and do not speak to the problems that we have now anymore. And lastly, we really need to internationalize. I'm really sorry, but why are all of you German? Where is the international perspective? What are the crises of the left parties in Nigeria or in Brazil, for that matter? They have. If we are only talking about the crisis of the left regarding problems that are on the European neighborhood, well, that is not an international perspective. These things need to be changed. Need to be done from the very bottom up. And not only in the matter of topics, but in the matter of language. If we only speak German, no one will understand. Only Germans. I mean, and even I am 25% German. You even invaded my DNA. So. Well, that's it. Thank you. Ich würde das so schnell wie möglich übersetzen. Genau, erstmal hat er uns gratuliert. Es war toll, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, auch toll, besonders vom Streik zu hören, von euren super innovativen Methoden, darin irgendwie Erfolge zu erzielen. Es ist essentiell, das zu machen, was ihr alle gesagt habt, also eine Organisation der Arbeiterinnenklasse aufzubauen, wobei wir aber keine AmateurInnen sein dürfen. Es gibt keine Krise in den linken Parteien, denn sie tun, was sie immer tun, seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, kuscheln sie mit dem Kapital. Und hier in Deutschland sollten wir das wissen, was Linke tun aus der Geschichte, nämlich nicht die Interessen der Arbeiterinnenklasse vertreten. Wir könnten diese linken Parteien eigentlich direkt in den Fluss schmeißen, ich also übersetze. Genau, wir können aber jetzt nicht weitere Jahrhunderte uns das eigentlich leisten, hier irgendwie zu diskutieren. Wir stehen vor dem konkreten Problem der Klimakrise. Und vor diesem Hintergrund schlage ich vor, beziehungsweise schlägt die Vergangenheit es vor. Mehrere von euch haben es auch gesagt, wir müssen aus der Vergangenheit lernen, aus den Niederlagen der Vergangenheit, aber auch aus den Siegen der Vergangenheit müssen wir lernen, dass wir heute eine professionelle Organisation aufbauen müssen, um die Revolution voranzutreiben. Wir brauchen dafür VollzeitrevolutionärInnen, um zu ermöglichen, dass sich Leute spezialisieren. Wir müssen unsere Organisation modernisieren. Wir müssen so Sachen machen wie Videos, wie das Internet nutzen. Wir sollten nicht Hegel lesen, sondern stattdessen lieber C++ programmieren lernen. Genau, wir müssen uns natürlich international aufbauen. Wie kann es sein, dass auf diesem Podium irgendwie alle aus Deutschland kommen? Wo sind die Perspektiven aus Nigeria? Wo sind die Perspektiven aus Brasilien? Europa wurde hier so slightly gleichgesetzt mit international. Das ist es aber nicht. Genauso wenig, wie wir das irgendwie machen können, wenn wir nur Deutsch reden. Dankeschön. Ich habe ganz hinten, hat sich jemand gemeldet, das war nur ganz kurz, okay. Ich sehe euch alle. Komm mal nach vorne, Freddy. Ines? Ja. Sie sollen sich kurz vorstellen. Genau, wenn ihr kommt, dann stellt euch gern kurz vor. Ja, du darfst nicht filmen. Danke.
Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, okay, super. Hi, ich bin Freddy, ich bin 24. Okay, ihr könnt mich doch nicht hören, jetzt besser? Genau. Und ich bin vor 5,5 Jahren in die Linksjugend Solid eingetreten. Ich bin auch Linksparteimitglied, allerdings habe ich da nicht so wirklich was gemacht. Deshalb werde ich jetzt vor allen Dingen kurz über meine Perspektive auf die Linksjugend berichten. Das ist auch eine kleine Bilanz. Also Tom hat schon Linke MeToo angesprochen, dass genau, es hat wahrscheinlich irgendwie, es hat vielleicht einige überrascht, viele hat es auch nicht überrascht. Mich hat es nicht überrascht. Es wurden schon irgendwie vielfältige Gründe genannt, warum die Linkspartei daran gescheitert ist, die Vorfälle sexualisierter Gewalt dort aufzuarbeiten. Sexualisierte Gewalt kann natürlich prinzipiell überall passieren, wo Menschen irgendwie zusammenkommen, aber die Bürokratie der Linkspartei und dass man sich nicht irgendwie Kontakte oder gut bezahlte Posten verprellen will, führen halt dazu, dass tendenziell dann noch mehr Menschen irgendwie die Klappe halten aus Opportunismus. Und beim letzten Bundesparteitag der Linkspartei hat zumindest die Linksjugend Zollet sich für die Betroffenen von Linke MeToo ausgesprochen, was ich sehr gut finde. Viele haben dann aber als Konsequenz gefordert, dass man daraus ziehen solle, zur Linksjugend zu gehen. Das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Also erstmal ist es ja eine relativ unpolitische Forderung, wenn man einfach nur sagt, dass man da hingehen soll und nicht, was man da tun soll. Genau. Und in der Linksjugend Zolle, da ist es halt, würde ich sagen, bisschen weniger schlimm, bisschen weniger schlimmer als in der Linkspartei, in Bezug auf Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Da gibt es aber trotzdem natürlich irgendwie massive Gewalt, die auch nicht gut aufgearbeitet wird. Also da habe ich irgendwie sehr viele Fälle erlebt oder mitbekommen in der Zeit. Und auch die Leute, die sich öffentlich für Linke MeToo positionieren und für die Betroffenen stark machen, verschweigen dann manchmal irgendwie die Fälle oder gehen nicht so hart mit Leuten ins Gericht, wenn das Personen sind, die aus ihrem eigenen politischen Lager kommen und die sie irgendwie persönlich schätzen, weil sie da sich nicht irgendwie den Kontakt unangenehm gestalten wollen. Und es wird auch oft irgendwie instrumentalisiert und gesagt, dass sexualisierte Gewalt, das kann irgendwie nur in diesem politischen Lager passieren und nicht in meinem. Genau, also ja, dieser Themenkomplex ist auch nicht das einzige Problem, wie auch schon gesagt wurde. Ich würde jetzt vor allen Dingen auf die Linksjugend noch ein bisschen eingehen. Ja, genau, also die Linksjugend Zollet Berlin hat einen Palästina-solidarischen Antrag verabschiedet auf der letzten Landesvollversammlung. Das hat dann dazu geführt, dass der Landesvorstand der Linken Berlin gedroht hat, die Gelder zu streichen. Sie haben die Gelder nicht ganz gestrichen, aber schon stark gekürzt. Sowas führt dann halt dazu, dass man geneigt ist, sich politisch unterzuordnen und nicht unbequem zu werden, da man dann zu stark in der politischen Arbeit behindert wird. Und damit behindert man sich quasi auch selber, weil dadurch nicht erlaubt wird, Positionen zu haben, die zu kontrovers sind und die öffentlich zu vertreten. Genau, die Linksjugend ist auf dem Papier irgendwie basisdemokratisch aufgebaut, also alle dürfen gleich viel mitentscheiden. Das stimmt aber auch nicht so richtig. Die Landesvorstände, die LandessprecherInnenräte entscheiden vieles an den regulären Mitgliedern vorbei. Und die LandessprecherInnenräte haben auch eine wichtige Position darin, die Leute zu integrieren und sie quasi da in Form zu pressen. Ja. Genau. Dann ist halt natürlich die Regierungsbeteiligung noch eine wichtige Frage. Und da
finde ich, kann nicht die Strategie sein, hinter, also gegen Regierungsbeteiligung zu sein, gleichzeitig in einer bürgerlichen Partei zu sein, die richtig gerne mitregieren will und zum Teil sogar das auf Bundesebene fordert. Und es wollen halt innerhalb der Linkspartei nicht mal alle das Gleiche und die Linkspartei kann auch nicht zu einer revolutionären Kaderpartei umfunktioniert werden. Und ich weiß auch nicht, wie lange man irgendwie noch so versuchen kann, einzelne Leute abzuwerben und da einfach irgendwie zu chillen und hoffen, dass es besser wird. Jacqueline hat irgendwie einen Satz vorhin gesagt, den ich sehr gut fand. Und zwar, man solle das sinkende Schiff nicht mit einer Niederlage... Sorry. Man solle das sinkende Schiff nicht mit einer Niederlage... Okay, tut mir leid. Man solle das sinkende Schiff nicht mit einer Niederlage verlassen. Deshalb habe ich mir so ein paar Punkte überlegt, die für mich dafür sprechen, mit der Linksjugend und der Linkspartei zu brechen. Und die andere Gründe sind als, ja, es ist halt alles irgendwie scheiße, sondern positive Gründe, wie es anders sein könnte. Genau. Ich möchte, dass wir zusammen für den Sozialismus kämpfen und das ist halt innerhalb der Linkspartei nicht möglich. Und ich möchte auch nicht, dass wir in einen Pessimismus verfallen, dadurch, dass diese bürokratischen Strukturen uns kaputt machen oder dass wir uns kaputt arbeiten. Ich möchte nicht, dass wir abhängig sind von Staats- oder Parteigeldern, was dazu führt, dass wir unsere eigenen politischen Positionen zurückstellen und opportun werden. Ich finde, es sollte ein Programm geben in Organisationen und das hat die Linkspartei ja zum Beispiel nicht so richtig und ein Programm, was alle verstehen können, was alle vertreten können. Und solche Organisationen sollten auch kein Sammelbecken sein, wo so aus jeder politischen Strömung Leute sind, weil man dann halt nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen wird. Genau, und das führt dann halt natürlich auch irgendwie zu viel Fraktionskampf, der auch sehr, sehr anstrengend ist. Und das ist dann weniger, wenn alle so ungefähr das Gleiche wollen und nicht so große Differenzen sind wie eine Linkspartei. Genau. Und ich möchte zu einer Organisation, die sich stärker auf Arbeitskampf und Klassenkampf stützt und die nicht den Leuten das Gefühl gibt, dass man quasi seinen Job kündigen müsste, um den ganzen Anforderungen zu genügen, zu jedem Treffen und jeder Demo gehen zu können. Es gibt auf jeden Fall viele Organisationen, die das anbieten. Es sind ja auch einige VertreterInnen da. Und wenn Leute keine Organisation finden, die das an, also wenn ihr keine Organisation findet, die das anbietet, was ihr sucht, dann könnt ihr versuchen, selber Strukturen aufzubauen. Genau. Abschließend möchte ich daran appellieren, nicht zu versuchen, noch mehr Leute in die Linkspartei reinzuschicken und sie dort zu halten, weil es halt absolut nichts bringt. Ich glaube, das haben wir die letzten Jahre gesehen. So der erwartete oder erhoffte Linksrutsch kommt einfach nicht. Genau, das war's. Dankeschön. Marco, ich würde die Redeliste an dieser Stelle schließen, dich nehme ich noch mit auf. Ich hab dich. Alle, die sich jetzt bis jetzt schon gemeldet haben, cool, plus Yunus und dann, aha, ja, ja, dich habe ich auch. Ja, hi, ich bin Marco von Rio aus München. Und ich wollte auch über eine Organisation sprechen, die sich über Arbeitskampf aufbaut und wollte noch einmal auf die Zentralität der Hafenstreiks zu sprechen kommen und auf ein Potenzial, das sie besitzen, über das jetzt noch recht wenig gesprochen wurde, nämlich über das internationalistische Potenzial, das sie haben. Weil nicht nur ist der Hafen innerhalb der kapitalistischen Organisation eines Landes ein wichtiges Element, ein wichtiger Ort, sondern es ist insbesondere ein Ort, wo transnationale und internationale Lieferketten zusammenkommen. So. Und dementsprechend haben die Beschäftigten dort eine strukturelle Macht, die weit darüber hinausgeht, was andere Beschäftigte der Klasse haben. Und sie haben deshalb ein besonderes Potenzial,
auch anführend für die gesamte Klasse und mittelbar auch für andere Klassen zu sein. Und das muss nicht nur auf der ökonomischen Ebene beschränkt bleiben. So. Also wenn wir uns daran erinnern, oder ich weiß nicht, wie allgemein das bekannt ist, aber die Art und Weise, wie Hafenarbeiterinnen sich historisch organisiert haben, war häufig oder war in den besten Momenten internationalistisch. Also aus den großen Hafenarbeiterinnenstreiks aus dem Ende des 19. Jahrhunderts sind internationale Gewerkschaftsorganisationen hervorgegangen, in denen auch Revolutionärinnen ihre Politik gemacht haben und Einfluss nehmen konnten. Und ich glaube, das ist ein historisches Beispiel, das wir aufgreifen können, das heute noch viel präsenter ist in der Situation, in der die kapitalistische Wirtschaft um ein Vielfaches globalisierter ist, als es sie vor über 100 Jahren war. Und wirft für uns auch die Frage auf, wie wir eine Organisation aufbauen können, nicht nur eben eine einen Diskussionsprozess vorantreiben können, um Differenzen zu klären, sondern auch, wie wir die Frage des Internationalismus zentral stellen können in dieser Diskussion. Weil wir für eine revolutionäre Strategie heute gar nicht daran vorbei können, auch eine internationalistische Strömung aufzubauen, die in der Arbeiterinnenklasse verankert ist. Genau, und ich glaube auch, dass wir die Fragen der internationalistischen Organisation ins Zentrum dieser Diskussion stellen müssen und sie auch als Antworten diskutieren müssen auf weitere Fragen, die über den Inflationsausgleich hinausgehen. Wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, wie HafenarbeiterInnen an der US-amerikanischen Westküste gestreikt haben zu Juneteenth, also zu dem antirassistischer Streik in Solidarität mit Black Lives Matter, oder wie HafenarbeiterInnen in Genua gestreikt haben, um Waffenlieferungen zu verhindern in die Ukraine, oder aber wie HafenarbeiterInnen in Südafrika gestreikt haben, um Waffenlieferungen an diktatorische Regime zu verhindern, dann sind das Beispiele, die aufwerfen, dass die Arbeiterinnenklasse in den zentralen Sektoren eben nicht nur für die eigenen ökonomischen Vorteile kämpfen kann, sondern auch politisch hegemonial werden kann. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dieses Projekt bekannt zu machen, unter den Beschäftigten bekannt zu machen. Und dazu ist es auch notwendig, einen Bruch zu diskutieren mit der Gewerkschaftsbürokratie. Da ist ganz viel dazu gesagt worden, aber dieser Bruch ist eben nicht nur auf einer ökonomischen Ebene notwendig, sondern ist auch auf einer politischen Ebene notwendig, auf einer internationalistischen, einer antimilitaristischen und so weiter und so fort. Dankeschön. Georg, dann John, dann Arsu, dann Joachim, dann Roro, dann Yunus, dann nochmal alle vom Podium. Deshalb gibt es jetzt eine Redezeitbegrenzung. Ich mache euch nach einer Minute darauf aufmerksam, dass eine Minute um ist. Dann habt ihr noch eine Minute. Es gibt Leute, die fahren heute noch zurück nach Berlin. Die müssen gehen um 23 Uhr, deswegen. Dankeschön. Mein Name ist Georg Ismail, Mitglied der Gruppe Arbeiterin Macht. Möchte mich erstmal sehr bedanken für die Einladung nochmal. Jacqueline hat es ja schon gesagt. Und wo sind eigentlich unsere Genossen vom Hafen hin? Wir rauchen gerade, wir waren kalt. Genau, sehr gut. Also ich denke, ich habe zwei Fragen an euch. Würde mich freuen, vielleicht könnt ihr darauf eingehen am Ende nochmal. Was glaubt ihr, wir haben ja über Umgruppierung geredet, wie Sozialisten, Sozialistinnen eine Alternative aufbauen können, links der Linkspartei. Was glaubt ihr, welche Forderungen, welche Fragen muss so eine Organisation heute aufwerfen, um attraktiv zu sein für Arbeiter und Arbeiterinnen am Hafen, auch die Arbeiter und Arbeiterinnen, die ihr kennengelernt habt, als ihr Streiks besucht habt? Welche Fragen müssen in den Vordergrund gerückt werden? Wie müssen sie in den Vordergrund gerückt werden? Und welchen praktischen Mehrwert muss so eine Organisation mitbringen? Das Arbeiterinnen und Arbeiterinnen sagen, wir möchten auch gerne Genossen und Genossinnen werden. Die zweite Frage ist die Frage der Umgruppierung ganz konkret. Ihr habt den Ball aufgespielt. Ich denke, wir werden den gerne zurückspielen, denn die Situation, da sind wir uns alle einig, ist sehr ernst. Und ich glaube, die Erfahrung der vergangenen Jahre hat schon gezeigt, dass, wenn wir das wirklich ernst meinen, wir weitergehen müssen, weiterdenken müssen als Frage von Wahlbündnissen oder Frage von Einheitsfronten, sondern schon es um die Frage gehen muss,
wie diskutieren wir ganz konkret unmittelbar die Frage, was kann ein revolutionäres Aktionsprogramm heute sein? Das heißt, dass wir auch ernsthaft in unseren Publikationen gegenseitig Debattenbeiträge austauschen, dass wir auch gemeinsame Treffen organisieren der Mitgliedschaften und nicht nur von Kadern und Kaderinnen, die sozusagen darüber hier oder dort diskutieren, und dass wir das gleichzeitig verbinden mit einer konkreten, mit konkreten praktischen Kampagnen. Eins kann ich da noch eine Sache dazu sagen. Wir haben unter viel schlechteren Bedingungen vor einigen Jahren mit letztlich politisch viel schlechteren Kräften als zum Beispiel, würde ich sagen, die Genossinnen von Rio, das sind, die wir damals eingeladen hatten, auch dazu, daran teilzunehmen, uns zu unterstützen in neuen antikapitalistischen Organisationen, die Frage der Umgruppierung versucht. Bei allen Problemen, die die anderen Kräfte hatten, wir haben extrem viel gelernt und wir waren dazu in der Lage, mit viel kleineren Kräften, also damals die NAO hatte vielleicht die Hälfte der Mitglieder, die heute unsere Strömung allein Rio zusammen haben. Ja, wir haben viermal so viele Leute, als die NAO damals hatte. Wir haben einen extrem großen Einfluss gehabt auf einmal, allein in Berlin. Wir haben Demonstrationen angeführt mit 30.000 Leuten. Und ich glaube, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich finde, das sollten sich die Genossen und Genossinnen der Soll auch auf der Zunge zergehen lassen, welchen Einfluss wir haben könnten, wenn wir wirklich unsere Fähigkeiten auch verbinden. Weil wir haben unterschiedliche Fähigkeiten, zum Teil unabhängig der programmatischen Fragen, die es zu lösen geht. Und wir würden sehr davon profitieren, wenn wir gegenseitig auch von diesen praktischen Fragen lernen. Dankeschön. Nathaniel. Wie bitte? Alles gut. Hallo alle, ich bin Nathaniel, hier von Klasse gegen Klasse. Das ist nichts, was wir nur in Deutschland diskutieren. Das ist ein internationales Phänomen, dass revolutionäre linke Organisationen sich zusammentun, um einen sichtbaren Pol in ihrer nationalen Politik spielen zu können. In Brasilien konstituiert sich ein revolutionär-sozialistischer Pol. In Chile bei den letzten beiden Wahlen hat es einen Front der Einheit der Arbeiterinnenklasse gegeben und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein gutes Modell in einer Zeit, wo der Neoreformismus immer nur Katastrophen hervorruft. Und dazu wollte ich auch Tim fragen, genau, du bist ja da, kann die revolutionäre Linke wirklich wachsen, indem sie reformistische Kräfte unterstützt? Also nehmen wir mal dieses hypothetische Beispiel von Mélenchon. Was ist, wenn alle revolutionäre linke Organisationen gesagt hätten, okay, wir geben unser eigenes Profil auf, um uns hinter diesem Kandidaten zu stellen, der islamophob ist, der den französischen Kolonialismus verteidigt, der französischer Nationalist ist. Wir kritisieren das Farbe, wir sagen, okay, das ist unser Kandidat. Da sollten Arbeiterinnen unterstützen. Und ja, vielleicht, keine Ahnung, sehr spekulativ, aber vielleicht kommt er in die zweite Runde, vielleicht gewinnt er die zweite Runde, dann ist Mélenchon der Präsident Frankreichs. Es gibt sicherlich sehr viele Hoffnungen auf ihn. Er hat ja neben seinem Chauvinismus, er hat ja einen Sozialchauvinismus gemacht, hat einige soziale Forderungen mit eingebracht. Und wir wissen ja, es ist nicht das erste Mal, dass Reformistinnen Wahlen gewinnen. Wir wissen ja, dass fast sofort eine massive Enttäuschung einsetzen wird. Wie stellen wir uns das vor, dass alle Arbeiterinnen sagen, die Regierung ist beschissen, die macht nichts von dem, was sie versprochen hat. Hey, ihr Linke, die uns vor einem Monat gesagt haben, wir sollten alle Mélenchon unterstützen, bitte sag uns jetzt, was wir statt Mélenchon machen sollten. Ich glaube, da verspielt die Linke jegliche Glaubwürdigkeit. Mir fallen auch keine guten Beispiele ein. Es gab zum Beispiel viele, das sind schon 2 Minuten? Ah, krass. Ja, wirklich nicht viel Zeit. Also, letzter Gedanke, nach den vielen anderen Gedanken war, wenn wir uns das in Deutschland vorstellen, ich glaube, ein Bündnis aus revolutionären Gruppen könnte zum Beispiel Arbeiterinnen ansprechen, Arbeiterinnen aus der Krankenhausbewegung, Arbeiterinnen aus den Hafenstreiks, die dann auch kandidieren können. Nicht als potenzielle Verwalterin dieses Staates, sondern sagen, wir wollen bei den Wahlen eine Stimme der Arbeiterin basierend auf unseren Kämpfen geben. Und das sind Arbeiterinnen, die überhaupt nicht mit der Linkspartei zu tun haben, aber die wir sehr wohl als kleine revolutionäre Gruppen ansprechen können und noch viel mehr, wenn wir das zusammentun. Also, oh, und ich wollte noch sagen, in Chile hat die Schwesterorganisation der Sol eine solche trotzkistische Wahlfront unterstützt und danke dafür. Also machen wir das noch in anderen Ländern. Danke. Dankeschön. Guckt mich gern zwischendrin an, dann gehen die Minuten auch nicht so schnell um. Entschuldigung.
Schönen Abend. Danke, dass ich erstmal eingeladen wurde von dir. Also ich bin Mutter von 3 Kindern und ich bin selber in einer Kampagne aktiv seit letzten Jahres April. Die Kampagne heißt Schule muss anders. Und ich finde, da sollten wir beginnen auf jeden Fall mit unseren Kindern. Demokratie, Kämpfe. Was heißt Demokratie? Wie können wir uns wehren gegen den Staat, der uns schlecht behandelt in den Schulen? Das sehen wir ja. 30 Kinder, ein Lehrer, jetzt wird aufgestockt, aber wahrscheinlich auf 40 Kinder. Weil ab 22. August werden fast 1000 Lehrer in Berlin fehlen. Warum fehlen 1000 Lehrer? Haben die es nicht gewusst oder waren die doof oder konnten die nicht rechnen? Woran lag's? Ja, ich glaube, es wird mit Absicht gemacht. Also mit Absicht fehlen einfach Lehrer. Wir müssen einfach doof werden. Die Kinder müssen doof werden, die Eltern müssen doof werden. Wir dürfen überhaupt nicht erfahren, was richtig, ja, was, wie können wir uns wehren? Wie können wir überhaupt richtig lernen? Und wenn man in den Schulen anfängt zu reduzieren an Lernstoff, die Kinder denen sozusagen egal sind oder wir Eltern dem System egal sind, keine Wertschätzung mehr kriegen, die Lehrer nicht mehr so ausgebildet werden, dass sie das beenden. 50% brechen das ab, weil sie merken, wo sind die Mentoren, wo sind die Professoren, wo sind die Lehrstühle, wir kommen an in der Uni, es sind keine Plätze da, wir können uns nirgendwo hinsetzen, wir können nichts lernen. Es wird ihnen vermittelt, ihr seid nicht wichtig, ihr seid nicht wichtig für das System. Aber gerade die sind wichtig, weil diese Menschen vermitteln unseren Kindern was. Und wenn wir nicht da anfangen in der Bildung, ja, in der Bildung müssen wir anknüpfen, alle. Wir haben jetzt am 9. und am 10. September ein Bildungsfestival, das erste in Berlin. Es ist in Neukölln auf der Fritz-Karsen-Schule, eine Sekundarschule, da war ich auch selbst drauf gewesen, damals Gemeinschaftsschule, immer noch Gemeinschaftsschule. Und ich hoffe, dass wir, also meine Generation, ich hatte eben viele Schwierigkeiten gehabt, Diskriminierung, Hass, Mobbing in der Schule erlebt, weil ich nicht deutsch bin, sage ich es mal einfach so. Und das hat mich natürlich dazu bewegt, da aktiv zu werden, in der Schule, in den Kampagnen. Also mein Beweggrund ist mein Leidensweg und das Leidensweg, was ich von meinen Kindern sehe und von anderen Kindern sehe und deren Eltern. Und wenn Menschen anfangen zu leiden, aus welchen Gründen auch immer, dann werden sie aktiv, das hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass ihr aktiv werdet für uns, weil ich bin auch aktiv, egal wo ich bin, wann ich kann. Ich nehme meine Kinder mit. Mein 4-Jähriger sagt jetzt, wenn wir im Bus fahren immer, wann gehen wir dann wieder vor das Abgeordnetenhaus? Er ist 4 Jahre alt und er kennt das Wort schon. Abgeordnetenhaus. Ne? Wir hatten eine Mahnwache gehabt, 24 Stunden lang gegen die. Wenn wir schon mit unseren Kindern so anfangen, dann ist es für die selbstverständlich, wir müssen kämpfen für unsere Rechte. Anders geht es nicht. Oder wir müssen echt so eine Revolution haben, dass wir kein Abgeordnetenhaus mehr haben, sondern was anderes. In andere Institutionen, wo wir vielleicht so, wie wir jetzt hier sitzen, entscheiden können, was demnächst passiert. Wäre doch nicht schlecht, oder? Also, ich hoffe, dass ihr euch mal anklickt auf die Seite Schule muss anders und auf die nächsten Aktionen, wir haben nämlich Aktionen und Treffen und offene Briefe und auch Demos, dass ihr da mit aktiv werdet. Wir müssen größer werden. Ich unterstütze euch, ihr müsst mich unterstützen, wir müssen uns alle unterstützen. Wir sind eine große Familie wie Menschen auf der Erde und wir brauchen uns gegenseitig. Ich brauche euch. Also der nächste Kampf, ich will jetzt wissen, wann es ist. Ich bin dabei mit meinen Kindern, ist egal. Und ihr auch, okay? Dankeschön. Joachim. Ihr kriegt logischerweise doppelt so viel Zeit. Guckt mich trotzdem an. Sehr bürokratisch, sozusagen. Non, bonsoir les camarades, désolé, je vais parler en français. Donc, je m'appelle Joachim, je milite à Révolution Permanente, qui est l'organisation sœur de Rio en France. Merci beaucoup d'être là ce soir, évidemment. Et je voulais répondre aux camarades de Sol, c'est ça, je me trompe pas, c'est Sol, l'organisation, hein, oui. Sur la question du vote Mélenchon, parce que c'est une question extrêmement importante, une question très importante, à propos de l'indépendance de classe, savoir est-ce que les révolutionnaires doivent voter pour Mélenchon, critique ou pas d'ailleurs, et derrière ça, est-ce que, la vraie question est-ce que l'élection de Mélenchon en tant que président de la 5e République aurait amélioré les conditions de lutte des travailleuses et des travailleurs? Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich entschuldige mich dafür, dass ich Französisch spreche, aber dafür bin ich hier. Hey. Ich heiße Joachim und bin bei Révolution Permanente, der französischen Schwesterorganisation von Klasse gegen Klasse, und möchte mit meinem Redebeitrag auf den Genossen von Sol antworten. Und zwar hat er eine wichtige Frage aufgeworfen mit der Frage nach der Wahl, Unterstützung für Mélenchon.
Eine Frage, die halt auch auf die Klassenunabhängigkeit abzielt und auch die Frage aufwirft, ob die Wahl von Mélenchon tatsächlich zu einer Verbesserung der Lebensumstände von ArbeiterInnen und Unterdrückten geführt hätte. Und dann Kampfbedingungen. Ah, ja. Und die Kampfbedingungen, oui, parce que en soi, ce n'est pas un problème stratégique pour des révolutionnaires de voter pour des réformistes. Ça a été fait plein de fois par le passé. Mais ça a toujours été fait dans la logique avec la question de savoir si ça allait améliorer les forces des travailleurs, leurs conditions pour la lutte et leur conscience. Tandis que la candidature de Mélenchon, c'est une candidature qui, meeting après meeting, a répété aux travailleurs. Par ailleurs, c'est une candidature qui ne parle pas particulièrement aux travailleurs, qui ne vise pas particulièrement la classe ouvrière, plutôt le peuple français, mais qui a répété meeting après meeting que les travailleurs devaient voter pour lui pour économiser des jours de grève et des kilomètres de manif, des kilomètres de manifestation. Et ça, c'est un message qui a été reçu 5 sur 5 par la bureaucratie syndicale, qui aujourd'hui, alors que les grèves se multiplient en France, font des meetings dans les bourses du travail, dans les maisons des syndicats, pour inviter le député local, et dans le même temps, en fait, il n'organise absolument rien pour les grèves qui ont lieu et laisse les travailleurs se débrouiller tout seuls. Ouais. genau, und zwar ist es kein strategisches Problem, die Frage, ob man Mélenchon unterstützt oder nein. Das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, dass reformistische Kräfte unterstützt wurden von Revolutionären. Es ist aber immer in der Logik passiert, ob die Kampfkraft und das Klassenbewusstsein dadurch verbessert wird. Und das ist bei Mélenchon einfach nicht der Fall. Abgesehen davon, dass er in seiner Ansprache sich selten überhaupt an ArbeiterInnen adressiert, hat er auch tolle Sachen gesagt, wie wenn er gewählt wird, sparen sich ArbeiterInnen Streiktage und insgesamt die Bevölkerung Kilometer auf Demos. Was natürlich auch von der Bürokratie total geil aufgenommen wurde, von der Gewerkschaftsbürokratie. Und die jetzt selber auch in Meetings gehen und Meetings machen, um irgendwie die BürokratInnen einzuladen, um mit ihnen zu diskutieren, aber dabei halt nicht über Streiks oder Kämpfe, Arbeitskämpfe zu sprechen. Et donc, face à l'inflation, qui est le problème dont tout le monde a parlé ce soir, qu'est-ce que propose Mélenchon ? Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, mais vous l'avez dit aussi en Allemagne, une des grosses limites du mouvement de grève aujourd'hui, c'est encore le piège du dialogue social. Nous, c'est un piège qu'on a depuis sûrement les années 80, avec l'élection d'un gouvernement socialiste de Mitterrand, qui était soutenu à l'époque par un certain Mélenchon, qui était plus jeune, qui a été ministre aussi sous Mitterrand. Et aujourd'hui, la principale... méthode que propose Mélenchon pour les travailleurs, c'est d'organiser une grande conférence de discussion et de négociation entre l'État, le patronat et les syndicats, ce qui est évidemment la définition même du dialogue social, et c'est peut-être pour ça que ça plaît autant à la bureaucratie syndicale. Genau, und zwar, um auch auf die Frage der Inflation einzugehen, die ja heute Abend schon ja, viel besprochen wurde und auch richtigerweise und wichtigerweise, ist es natürlich auch ein Problem in Frankreich. Und auch in Frankreich hat die Frage des Sozialdialogs, Sozialpartnerschaft, ja, danke, halt ist eine Falle. Und das zeigt sich halt auch jetzt. Und die kleine Side-Note, Sozialpartnerschaft wurde in Frankreich auch eingeführt von Mitterrand, der damals von einem sehr viel jüngeren Mélenchon auch unterstützt wurde und auch ein Minister unter ihm war. Und was antwortet jetzt Mélenchon auf die Inflation? Er schlägt eine große Konferenz von ArbeitgeberInnen, Gewerkschaften und dem Staat vor, um dort halt über Forderungen zu sprechen. Was offensichtlich keine Lösung ist, aber von den Gewerkschaften und von der Gewerkschaftsbürokratie vor allem sehr gerne gesehen wird. Ja. Et donc, à propos de ça, il faut savoir aussi que quelques jours après son échec à l'élection présidentielle, Mélenchon a fait une coalition électorale avec des partis impérialistes bourgeois, tels que le Parti Socialiste ou les Verts, en France, et qu'il a proposé d'être élu Premier ministre à la tête de cette coalition, qui était une coalition qui demandait plus de moyens pour la police, qui proposait de rendre plus républicaines les unités de police les plus violentes, les plus racistes, qui tuent des gens quotidiennement dans les quartiers. Donc c'est aussi cette question qu'il aurait fallu se poser, de qui est-ce que cela allait aider, et à qui ça allait rendre les conditions de lutte plus faciles. Mais surtout, au-delà d'être une impasse programmatique, le programme de Mélenchon, c'est surtout quelque chose qui désarme les travailleurs, puisqu'on leur explique actuellement, aujourd'hui, dans les jours qui ont lieu en ce moment en France, que le parlementarisme est de retour et avec la démocratie,
et qu'aujourd'hui, ça y est, la vie peut changer au Parlement. Et en réalité, c'est pas une situation nouvelle. Et je pense qu'aujourd'hui, que les révolutionnaires votent pour Mélenchon, c'est une position qui est d'autant plus intenable qu'aujourd'hui, on est armé des expériences de Syriza, des expériences de Podemos, et qu'on sait dans quelles conditions ces gouvernements-là, ces gouvernements progressistes, ont laissé la classe ouvrière. Et on peut aussi regarder dans ces pays-là, en Grèce et dans l'État espagnol, dans quelles conditions l'extrême-gauche a été laissée par l'expérience de ces gouvernements-là. Merci beaucoup. Genau, und was auch zu bemerken ist, ist, dass ein paar Tage nach der Wahl Mélenchon eine Koalition eingegangen ist mit imperialistischen Parteien wie der Parti Socialiste, der Sozialistischen Partei und der Grünen Partei. Und sich da auch einfach ganz konkret die Frage stellt, was das geholfen hätte. Mélenchon, weil diese Koalition sich dafür ausspricht, den Polizeiapparat auszubauen, unter anderem eine Struktur der Polizei, die dafür bekannt ist, in Vororten Menschen zu ermorden und sehr, sehr repressiv auf Demos gegen Demonstrantinnen vorzugehen. Und da stellt sich halt tatsächlich die Frage, wessen Kampfkraft dadurch verbessert worden wäre. Und abgesehen davon entwaffnet einfach das Programm von Mélenchon die Arbeiterinnenklasse. Es setzt eine krasse Hoffnung in parlamentarische Veränderungen, in Reformismus. Und es wäre für RevolutionärInnen eine nicht haltbare oder tragbare Position, Mélenchon zu unterstützen. Umso mehr nach den Erfahrungen im spanischen Staat mit Podemos und in Griechenland mit Syriza. Um zu sehen, wie in diesen Ländern nun die Arbeiterinnenklasse und die radikale Linke zurückgelassen wurde, nachdem diese linken Kräfte in die Regierung gekommen sind. Dankeschön. Danke auch an Viva für die Übersetzung. Und Jonas kann gerne auch schon nach vorne kommen. Wo seid ihr? Wer nicht hier ist, okay. Ich gebe dir ein Zeichen nach einer Minute und dann noch eins nach der anderen. Hallo, ich bin Robert von Rio. Ich bereite OP-Instrumente auf, genau. Intern auch als Steri bezeichnet. Genau, ganz viel wurde über das Bewusstsein von Arbeitern gesprochen, über das sogenannte Massenbewusstsein. Genau, es ist eine ewige These, dass das reformistisch sei. Ich habe lange bei der BVG gearbeitet und meine Erfahrung war, dass die Kolleginnen dort alles andere als reformistisch sind. Als die Gelbwestenbewegung derzeit in Frankreich super stark war, haben die Kolleginnen gesagt, die Franzosen machen es richtig. Genau, ich glaube nicht, dass das diese These bestärkt, dass die Arbeiterinnen und die Massen besonders reformistisch seien. Ich glaube, wenn es zu einer revolutionären Situation kommt, dann sind die Arbeiterinnen der BVG, einem der größten Arbeitgeber in Berlin, an vorderster Front. Sie sind eher ultralinks. Und ich würde mich auch sehr interessieren, wie das im Hafen ausschaut, was eure Einschätzung da wäre. Und auch diese These, dass das Massenbewusstsein reformistisch sei. Also reformistische Parteien haben nicht gerade große Wahlerfolge gerade in Deutschland. Die Linkspartei hat bei der letzten Bundestagswahl ein wirklich grottenschlechtes Ergebnis bekommen. 4,9 oder 5%, aber so, sie sind gerade so in den Bundestag gekommen. Olaf Scholz wurde nur gewählt, weil niemand Armin Laschet haben wollte. Die SPD hat eine tiefe Krise. Die Linkspartei profitiert gar nicht davon und wir haben die AfD. Und es gibt super viele Nichtwähler, super viele Leute, die halt enttäuscht sich abgewandt haben. Und eine Linke, die sagt, in dieser Situation, das Massenbewusstsein sei reformistisch. Ich denke, das ist falsch. Und ich denke, dass es voll falsch ist, wenn wir denn keine Alternative anbieten. Und selbst wenn wir keine Massenpartei haben, dann haben wir vielleicht einen revolutionären Arbeiter im Abgeordnetenhaus von Berlin, was eine Bühne sein kann für Arbeitskämpfe, für revolutionäre Agitation, um eine Alternative anzubieten. Und diese Alternative muss am Anfang natürlich gar keine Massenpartei sein. Und wie kann sich überhaupt ein revolutionäres Bewusstsein entwickeln ohne eine revolutionäre Partei? Ohne ein Beispiel, ohne das Anbieten einer Alternative. Diese These wird ewig vorgetragen und ich verstehe sie nicht. Ich kann sie empirisch nicht nachvollziehen aus meiner eigenen Erfahrung,
aus einem der größten Betriebe Berlins. Genau, und genau, ich würde mich interessieren, wie die Erfahrungen anderer Leute da so sind. Dankeschön. Last but not least, Publikumsbeitrag von Yunus. Danach machen wir noch eine Abschlussrunde. Ja, hey Leute, Yunus, Asubi aus Berlin von dem Vivantes Klinikum. Ja, vielleicht anschließend an Roro. Also ich musste daran auch ein bisschen an meine Kolleginnen denken, die in den Tochtergesellschaften arbeiten, die genau von der Linkspartei und dem SPD-Regierung in 2004 ausgegliedert worden sind. Und wegen dieser Ausgliederung und wegen dieser reformistischen Politik jetzt in den kommenden Inflationen in sehr, sehr große Schwierigkeiten geraten werden. Wenn sie in die Rente gehen, wahrscheinlich werden sie denjenigen Kolleginnen sein, die tatsächlich Flaschen sammeln gehen müssen. Und in unserem Betrieb ist trotzdem werden die Parteien, die SPD, Grüne und die Linke gewählt. Und da kann man sich die Frage stellen, ja, haben die Kolleginnen dann wirklich vollständiges Vertrauen an dieser Partei, dass sie immer noch diesen reformistischen Ausweg wählen? Und ich denke, immer wenn ich mit Kolleginnen rede, dass es das überhaupt nicht der Fall ist. Die Frage ist, solange es auch keine Alternative existiert, die zu diesen Menschen gegeben werden, es existiert auch keine anderen Alternative, als diese reformistischen Parteien die Stimme zu geben. Und was Daniel auch gesagt hat, als die Organisationen, die jetzt wie Rio, wie GAM, wie anderen Organisationen, wir sind gerade auch mit unserer Größe und Einfluss alleine tatsächlich nicht in der Lage, tatsächlich größere Massen für ein revolutionäres Programm in diesem Kampf zu gewinnen. Und, aber die Zeitspanne, die uns jetzt bevorsteht, bis zu den nächsten Bundestagswahlen, wo voraussichtlich die Linkspartei sozusagen den Einzug in den Parlament verpassen wird, ist, denke ich, eine sehr große Chance. Also jetzt bietet sich konkret die Alternative und die Herausforderung auch in den revolutionären Marxismus, ob wir tatsächlich eine Organisation schaffen können, die jetzt, wenn sie sich zusammenschließen würde, schon aus mehreren hundert Menschen bestehen würde. Und wenn wir diesen in die kommenden Tarifauseinandersetzungen, die TVÖD-Kampf, dem Kampf in den Hamburger Hafen, dem Metallsektor und anderen Bewegungen gut mit der Intervention nutzen können, uns auch verdoppeln können. Und selbst die Ausstrahlung, die wir mit unseren bescheidenen Kräften für den Hamburger Streik auch erreichen konnten, ist nur ein Beispiel, was mit bescheidenen Kräften zu schaffen ist. Was dann wäre eine Organisation mit tausenden Aktivistinnen, mit hunderten von Arbeiterinnen, die in all diesen strategischen Sektoren verankert ist, in der Lage wäre. Also das müssen wir den Kopf zerbrechen, wie wir sozusagen tatsächlich, was in dem Klassenkampfsituation sich auch ändern würde. Und der andere Punkt ist auch, nur weil wir diese Organisation schaffen, dass diese Organisation existiert, heißt auch nicht, dass wir einfach erwarten können, dass die Arbeiterinnen zu uns kommen werden. Weil es gibt auch sehr viele Illusionen immer noch, weil seit jahrelang, seit der Gründung der BRD, die Revolutionärinnen dieses Landes sich hinter den reformistischen Führungen versteckt haben. Es gibt kein einziges Beispiel, keinen einzigen Arbeiter oder Arbeiterin, die in Parlamenten, die in TV-Shows, die tatsächlich ein revolutionäres Programm gegen die Kapitalistinnen, gegen die Lakaien der Bourgeoisie sozusagen vertreten hat. Und eigentlich, der eigentliche Kampf wird auch da ab dann beginnen. Ab dann werden wir überhaupt sozusagen als revolutionäre Arbeiter in die Lage kommen, uns selber auch gegenüber den Hunderttausenden zu beweisen, dass wir ihr Vertrauen gewinnen, dass wir ihre Kämpfe zum Sieg führen können. Und ich denke, die Zeit tickt tatsächlich. Und deswegen bin ich auch gespannt, dass bei dieser Diskussion auch, wie diese Organisation, die wir so anstreben sozusagen, tatsächlich den Streiks bei den Hafen tatkräftig unterstützen können und auch bei den kommenden Kämpfen eine entscheidende Rolle spielen sozusagen. Und ich denke, dass wir die Schritte dann auch nach dem Podiumdiskussion gehen sollten, diese Diskussion zu konkretisieren. Dankeschön und Dankeschön an alle für eure Beiträge. Wir machen eine kurze Abschlussrunde. Jeder hier hat auch nochmal 2 Minuten in der umgekehrten Reihenfolge, in der ihr vorhin gesprochen habt. Das heißt, Tom, Tim, Daniel, Jacqueline, Stefan, Jana, Dennis. Ja, danke für die ganzen coolen Diskussionsbeiträge. Ich wollte noch mal kurz was sagen zu dieser ganzen Diskussion auch um Mélenchon. Vielleicht auch
mit den persönlichen Erfahrungen ist das Solid. Also soll man jetzt irgendwie, also sind die Leute noch nicht so weit, dass sie sich unabhängig organisieren können oder so vom Bewusstsein. Ich glaube, ich würde das Ganze eher umdrehen und sagen, es besteht eine massive Tendenz darin. Das hat sich auch, glaube ich, sehr gut nochmal darin ausgedrückt, was Leon gesagt hatte, wovon er berichtet hatte, dass irgendwie die Solid-Gruppen es schaffen, sich alle 8 Monate oder so komplett auszutauschen. Das liegt daran, dass die Solid super da drin ist, einfach Leute in die Passivität wegzudrücken. Und das liegt ja daran, dass die so regelmäßig, so krass enttäuscht werden von der furchtbaren Politik dieser Organisation. Und ich glaube, gerade diese, also wir müssen da die Schlüsse draus ziehen und eigentlich eine Dynamik aufbauen und jetzt die letzten Reste von den Leuten, die halt möglicherweise eben noch sich unserer Politik anschließen können, eben zu so einer Konferenz bewegen, weil die gibt's, also relevante Genossinnen oder wir haben mehrere Genossinnen, die länger inaktiv waren und nur durch die Dynamik von Solid Berlin, von Solid Nord Berlin nochmal zu uns gestoßen sind und nochmal mit uns Politik gemacht haben. Und ich glaube, das lag halt eben nur daran, dass wir halt eben bis über den Punkt hinaus, dass die Linkspartei es toleriert hat, sie konfrontiert haben. Und ich glaube, wir sollten jetzt darauf hinarbeiten und genau diese Genossinnen, die halt jetzt, die halt von der Linkspartei und ihrer furchtbaren Politik in die Inaktivität gedrückt wurden, könnten wir noch erreichen mit einer Konferenz und mit einem organisierten Bruch, mit einem harten politischen Kampf. Genau. Und da nochmal das Angebot an alle, daran teilzunehmen. Zwei Minuten, Mama Mia. Okay, ja, super spannende Debatte auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Die Ding ist, wir können uns die objektive Lage nicht aussuchen, sondern müssen die Klasse und Prozesse in der Gesellschaft halt so nehmen, wie sie sind. Und da würde ich dem Genossen widersprechen, dass und sagen, das Bewusstsein ist weiterhin weit weg von selbst so sozialistischen Reformismus, auch wenn es sich gerade ändert. Und wenn man sich Frankreich anschaut, wo Millionen erste politische Schritte irgendwie nach links machen und aktiv was verändern wollen, dann müssen wir diesen Weg mit ihnen zusammen machen. Und was die diskutieren wollten, war ja nicht den ganzen Scheiß, den Mélenchon sicherlich verzapft hat, sondern was er gefordert hat, wie die Erhöhung des Mindestlohns, die Absenkung des Rentenalters oder Preiskontrollen auf Produkte der Grundversorgung. Das ist die, was die sozial gerade brauchen. So. Und dann zu sagen, nee, scheiß mal auf Mélenchon, auf die Person, die gerade im Mund der halben Arbeiterklasse dort ist, wählt uns Revolutionäre. Ich glaube, das hat keinen Erfolg so. Und natürlich heißt es nicht zu sagen, wählt Mélenchon, dann wird alles gut, sondern wählt ihn, aber vor allem organisiert euch selbstständig, kämpft für sozialistische Ideen, tretet den Gewerkschaften bei, kämpft dort und am besten auch einer revolutionären Organisation wie der Gauche Révolutionnaire. Und ja, wenn Mélenchon gewählt wird, dann geht der Kampf erst richtig los. Weil wir haben eine zunehmende Streikwelle in Europa und der Welt und die wäre nicht einfach so vorbei, wenn Mélenchon gewählt werden würde, sondern ich glaube, Erwartungen und Selbstbewusstsein würden eher noch zunehmen, um wirklich zu kämpfen. Und wenn Mélenchon das nicht macht, dann lernen die Massen auf jeden Fall mehr über den Reformismus, als wenn sie die ganze Zeit von Macron dabei geknechtet werden. Und ich glaube, internationales Beispiel dafür ist auch Chavez, der war bei weitem kein Sozialist, aber unter dem Druck der Bewegung ist er schließlich dazu übergegangen, Teile der Wirtschaft zu verstaatlichen, auch wenn das alles dann ein komplizierter Prozess war. Genau, egal, ob neue Partei erst dann entsteht oder jetzt eure Strategie klappt, auf jeden Fall ist sie nötig und wir müssen dann alles dafür tun, eine Bürokratisierung auch zu verhindern. Ich hoffe, es war nicht zu schnell jetzt, aber keine Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt das Mikro hier noch funktioniert, weil ich mir zwischendurch einen Pulli übergezogen und Schal umgewickelt und so, aber und ich weiß auch nicht genau mit 2 Minuten, ob ich jetzt eher auf die Frage Mélenchon oder eher auf die Frage in der Linkspartei noch was machen, antworten soll. Beides schaffe ich nicht. Ich gehe vielleicht mal, weil das auch am ehesten die Frage war, die ans Podium am Anfang gerichtet wurde. Was denkt ihr darüber noch sozusagen in der Linkspartei? Bei Solid kommen noch Leute, die sich jetzt revolutionär verstehen. Sollte man nicht doch versuchen, da was zu machen? Und ich glaube, das ist super spannend zu hören. Also einerseits, genau, die bleiben dann offenbar nicht länger als 8 Monate, aber sie kommen trotzdem noch so. Und das ist natürlich auch was, wo wir uns die Frage stellen müssen, okay, wie gehen wir damit um? Aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, aus welchem Ort du kommst, oder vielleicht kannte ich den Ort auch nicht, aber... Okay, dann habe ich... Okay. Gut, dann kenne ich den Ort, ich wohne selber da. Aber okay, dann habe ich irgendwas anderes missverstanden. Aber
Gut, also dann ist natürlich die Frage, ja, in Berlin gibt es tatsächlich auch andere revolutionäre Organisationen, denen sich Leute anschließen könnten, und sie schließen sich trotzdem Solid an, wenn sie, oder teilweise, und das ist eben die Frage, wie können wir daran was ändern? Und ich glaube nicht, dass die Idee ist, man muss, wenn Leute Illusionen haben, sie in allen Illusionen sozusagen pädagogisch begleiten und alle Fehler mit ihnen mitmachen, weil sie dann lernen und dann, wenn sie die Fehler gemacht haben, uns mehr vertrauen, als wenn wir von Anfang an überhaupt eine Alternative vorschlagen. Denn wenn es keine andere Organisation gibt, die groß genug, wahrnehmbar genug ist und wo die Menschen Vertrauen drin haben können, dass sie tatsächlich was bewegen kann im Klassenkampf, dann ist doch logisch, dass sie sich den Organisationen zuwenden, die irgendwie zu existieren scheinen, und dann werden sie von denen enttäuscht und dann sind sie am Ende ganz weg, weil es gibt nicht so ein eine graduelle Bewegung, dass man durch die reformistische Etappe durchgeht und hinterher dann die revolutionären Schlussfolgerungen zieht, sondern wenn man, es wurde das Beispiel Podemos oder Syriza angesprochen, wenn man von reformistischen Organisationen enttäuscht wird, dann bricht oft das ganz weg und dann ist der Klassenkampf erstmal für lange Jahre auch wieder nicht motiviert, sondern demotiviert. Dankeschön. Ich werde es auch versuchen, schnell zu machen und auf die Frage des revolutionären Bewusstseins eingehen. Also ich halte es für eine These, dass das Bewusstsein der Mehrheit der Bevölkerung nicht reformistisch geprägt ist. Ich meine, wenn die Mehrheit der BVG-MitarbeiterInnen sich als Subjekt der Veränderung versteht und für einen revolutionären Umsturz eintreten würde, der nicht spontan stattfindet, sondern organisiert ist, dann ist das super. Ich habe es noch nicht so ganz mitbekommen, wenn ich mir auch irgendwie die Streikkultur der EVG angucke. Aber ich glaube, dass das auch vielleicht eine konkretere Diskussion bedarf, was wir selber als reformistisches oder revolutionäres Bewusstsein denn verstehen. So, Lohnkämpfe können sehr radikale Formen annehmen mit Besetzungen und allem so. Auf der anderen Seite kommt dadurch nicht automatisch die Notwendigkeit einer Veränderung des Systems hervor, die geplant stattfinden muss, ganz einfach, weil Lohnkämpfe selbst ja auf der Kapital- und Lohnausbeutung beruhen so, und das in einem gewissen Maß auch weiter reproduzieren. Und das ist unsere Aufgabe, diesen Widerspruch genau aufzuzeigen und zu sagen, hey, wir müssen einen Schritt weiter gehen, wir müssen das Lohnsystem abschaffen, so, dann haben wir es nämlich auch die ganze Zeit, müssen wir nicht die ganze Zeit streiken gehen, so. Und ich glaube, dass es eine sehr wichtige Debatte ist, die wir führen, wie wir dieses Moment auf breitere Ebene führen können. So ist es mehrfach gesagt worden. Ich glaube, dass 5 kleine Organisationen auch nicht irgendwie das alles auf einmal verändern. Auf der anderen Seite müssen wir uns selbst auch Taktiken überlegen, wie wir zusammenarbeiten können, um die Welt einfach zu verändern. Es ist mehrfach gesagt worden, die Zeit, die ist knapp, die Zeit, die rennt. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir unsere gemeinsamen Differenzen diskutieren und praktisch eine Antikrisenbewegung aufbauen, die sich gegen die Inflation richtet. Ja, auch von mir nochmal vielen Dank an das Podium, an die ganzen Diskussionsbeiträge auch aus dem Publikum, an die Fragen. Ich wollte auch nochmal auf die Frage der Reformierbarkeit oder Nicht-Reformierbarkeit der Linkspartei eingehen und dann am Ende auch nochmal einen praktischen Vorschlag machen. Tim, du hast gesagt, dass eure Hoffnung sich nicht bestätigt hat, dass es einen linken Flügel, dass sich ein linker Flügel in der Linkspartei für einen Bruch sozusagen entwickeln würde. Aber das ist ja, also das bedeutet ja nichts anderes, als dass ihr sagt, ihr bleibt einfach weiter in der Linkspartei, bis es so einen linken Flügel gibt, der ausbrechen will. Ansonsten verstehe ich nicht, was das bedeuten soll, weil die Frage ist ja, hat die Linkspartei ausgedient oder nicht? Also nach 15 Jahren, 13 Regierungsbeteiligungen, kann man sagen, die Linkspartei, und also Wahlniederlage nach Wahlniederlage nach Wahlniederlage, die Linkspartei hat echt ausgedient für den Klassenkampf. Und die Frage ist tatsächlich genau, wie können wir heute eine Organisation aufbauen, die in den Momenten des aufsteigenden Klassenkampfes wirklich eine Alternative darstellen kann.
Und genau, für uns ist die Linkspartei nicht reformierbar und wir müssen diese Alternative aufbauen. Und in dem Sinne finde ich, wir kommen einer Diskussion darüber näher, wie wir eine gemeinsame Praxis, gemeinsame Diskussionen entwickeln, um bestimmte sozusagen Differenzen zu überwinden und zu schauen, wo sind wirklich die zentralen strategischen Fragen, auf die wir uns einigen müssen, um eine gemeinsame Front voranzubringen, um nicht nur gemeinsame Bündnisarbeit zu machen manchmal, sondern tatsächlich eine revolutionäre Umgruppierung zu schaffen. Und in dem Sinne würde ich gerne zum Schluss einen praktischen Vorschlag machen. Jana hat am Anfang gesagt, dass ihr ab dem 15. August eine Aktionswoche machen werdet mit kleineren Aktionen. Ich denke, wir sollten, also ohne eure Aktion sozusagen zu überrumpeln oder so, in keiner Form, sondern versuchen mit euch zu diskutieren, was die besten Möglichkeiten dafür sind, aber eine große Solidarität aus Berlin und deutschlandweit zu organisieren, mit den Organisationen, die hier sind, mit anderen Organisationen, die wir dazu aufrufen, um euren Streik zu unterstützen und nicht wie zum Beispiel, dass die Leute von Ende Gelände machen, halt anstelle von eurem Streik dann einfach irgendwie so random den Hafen zu blockieren und halt tatsächlich euch zu vielleicht sogar noch zu konfrontieren. Also lasst uns überlegen, wie wir in der Aktionswoche vom 15.8. eine gemeinsame Delegation hinbekommen, eine gemeinsame Politik hinbekommen und dann darüber diskutieren, wie wir weiter den Streik im Hafen unterstützen können und daraus wirklich Ansätze für eine Antikrisenbewegung machen können. Danke. Ja, danke. Du hast einen ganz wichtigen Punkt jetzt vorweggenommen. Ich versuche das jetzt nochmal aufzugreifen. Also einmal das Fass mit, wie kriegt man linke Thesen und linke Themen in die Betriebe hinein und ist dann am Ende die Linke reformierbar? Kann ich ganz klar erstmal mit Nein beantworten, von daher ist die Frage schon durch. Die ist nicht reformierbar. Also du kannst ist egal. Du kannst das neu machen. Auch da gilt, alles ist besser als das, was da ist. Und du brauchst Menschen, denen du vertraust. Und ich vertraue definitiv niemanden mehr aus der Linken in Hamburg, mit Ausnahme des hafenpolitischen Sprechers Norbert Hackbusch, der aber auch alleine nichts bewegen kann. Das bringt alles nichts. Nein, das musst du neu machen. Wie bringt man Themen in die Betriebe über die Menschen, die die Themen auch jetzt gerade schon transportieren? Du, also, nicht despektierlich verstehen. Dein Beitrag war für mich schon kompliziert zu verstehen. Das ist aber auch ein Problem der Linken. Das ist einfach so. Ich spreche, also wenn ich sage ihr, dann sage ich jetzt, als Beschäftigte in meinem Betrieb ist das die Wahrnehmung der Menschen. Ich spreche in einer Sprache, die verstehen die nicht. Die hätten nach drei Sätzen abgeschaltet. Das ist einfach so. Das ist also alles, was über eine DIN A4-Seite hinausgeht, ist heute einfach schon anspruchsvoll. Weil du, ist doch klar, also du hast einen beruflichen Alltag, du arbeitest im Schichtwechsel, du bist voller sozialer Medien, du bewegst dich auch in deiner Bubble, du hast deinen scheiß Algorithmus, du hast deine Familie, alles drum und dran, du hast gar keinen Bock auf sowas. Und dann kommt noch Politik und damit sollst du dich irgendwie auseinandersetzen. Bitte präzise, knapp in drei Sätzen. Wenn ich dich nicht gewinnen kann, dann in drei Sätzen, dann kriege ich dich auch nicht. Ich kann dich irgendwann mal später gewinnen, aber dafür muss ich erstmal mit dir ins Gespräch kommen. So, das heißt, es muss interessant sein. Und bei linken Themen hast du meistens das Problem, dass immer das große Ganze mitgenommen werden soll. Und da kommst du nicht hin, wenn du mit den Menschen nicht erstmal ihre eigenen Themen besprichst. Das ist jetzt keine Frage von Rechts- und Linksschwankungen, sondern einfach die Menschen überhaupt erstmal in ihrer Lebensrealität zu erreichen. Das müssen wir lernen. Und dafür brauchst du die Menschen, die du vor Ort eben schon hast, die diese Sprache auch sprechen können. Jeder hat irgendwo so einen Aktiven im Betrieb. Und wenn man damit irgendwie politisch aufsetzen kann und sagt, aus solchen Menschen bilde ich auch heraus, vielleicht eine neue Position einer linken Partei, dann ist das perfekt. Dann ist das genau der richtige Ansatz, weil du damit alle Themen dann nachher auch wirklich abdecken und involvieren kannst. Du kannst die dann gemeinsam bearbeiten. Aber da sind wir eben in den Betrieben zum Teil noch weit von entfernt. Das, was jetzt hier gerade passiert, wir haben das gehabt mit der Diskussion Ende Gelände. Klasse gegen Klasse macht die Aktion, wir bringen die ersten linken Themen rein, Ende im Gelände kommt und schon kriegen wir auf die Fresse, weil sie die Leute nicht mitgenommen haben. So, und jetzt sind unsere Ansätze, die wir jetzt in den letzten 2-3 Wochen aufgebaut haben, auch schon wieder hinüber. Die sind schon wieder kaputt. Wir können jetzt mit dem Scherbenhaufen wieder von vorne anfangen. Und das kann es halt nicht sein. Ne? Das ist halt scheiße. Ja, aber ich gebe nicht auf. Also ich denke, das ist ein richtig guter Ansatz. Da ist nichts mehr zu reformieren. Neu machen. Du hast alles gesagt. Ich brauche dich nicht mehr sagen. Was soll ich denn jetzt sagen? Was soll ich denn jetzt noch sagen? Du hast alles gesagt. Ja? Ich soll noch eine neue Stimmung machen. Ich würde sagen, wir trinken jetzt ein Bier. Danke.
Danke an alle. ja, genau, das war's. Vorhin beim Gewerkschaftsworkshop wurde sich auch über Vernetzung ausgetauscht. Wenn ihr Bock habt, auf einer Mailingliste mit gewerkschaftlich Aktiven zu sein, um genau sowas, was Jana gerade gesagt hat, anzustoßen in euren Betrieben etc., dann ist hier diese Liste, um euch einzutragen. Dankeschön. Und viel Spaß heute Abend.